Ja, hu und herzlich willkommen wieder hier beim Quali und zu einer neuen Runde DSA 5 Klingende Nacht. Heute mit dabei die Feder als IKU. Moment, irgendwie hier habe ich sie. Da. Hallo. Und der Pölle als Goswin. Schuh. Die Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Und last but not least der Rerion als Lothir. Hallöchen. Ja, wir befinden uns im auf dem Kontinent Aventurien. Ich weiß gar nicht genau, zu welchem Zeitpunkt spielt das eigentlich hier. Und 1040 Bosporans Fall im Winter. Und unsere Abenteuer spielt im hohen Norden Aventuriens in der Bernsteinbucht. Unsere Helden haben einen Angriff von Dunkelelfen miterlebt und überlebt, die aus dem ewigen Eis an die Küste gedrängt sind. Und versuchen nun, diesen Angriff der Dunkelelfen irgendwie aufzuhalten, die Menschen zu warnen. Wir befinden sich momentan in der Umgebung des kleinen Dörfchens Frigorn, die Heimat von Lothir, und auch die Zweitheimat von IKU. Und ich kann euch das gleich nochmal, wenn ihr... wo haben wir denn... Da. Am Blauen See. Und warum befinden Sie sich hier? Im Frigorn gibt es ein altes Haus von einem Zauberer namens Zurbaran, einem Chimerologen. Und unsere Helden haben Hinweise gefunden darauf, dass Zurbaran in seiner verqueren Liebe zu einer Elfe eine Kreatur erschaffen hat, eine Chimäre. Und nachdem Zurbaran das Zeitliche gesegnet hat, das wohl jetzt immer noch gibt, und die Dunkelelfen suchen diese Chimäre anscheinend, denn diese Chimäre hat es an sich, dass Elfen sie rufen und befehligen können. Und das wäre natürlich ein mächtiges Mordinstrument in den Händen der Dunkelelfen. Und Lothir und IKU wissen, im Blauen See wohnt ein sagenumwobenes Monster. So ein bisschen die Nessie Aventuriens. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Seen in Aventurien, in denen so eine Art Nessie lebt, aber hier auch. Und das passte alles so gut zusammen, dass man dann hier dann doch irgendwie einen Zugriff der Dunkelelfen erwartet. Das Dorf wurde evakuiert, bis auf einige wenige stoische Leute. Und auf ihrem Weg quer durch den Norden sind sich IKU und Goswin näher gekommen, was in der letzten Folge zu einer herzzerreißenden, wunderschönen Hochzeit geführt hat. und wir setzen heute ein... Das ist Clickbait. Was ist Clickbait? Drex, was ist Clickbait? Das dunkle Haus. Ach so, ja. Nee, das ist... da kommen wir später zu. Gut, also unsere Helden, wir setzen ein nach der Kurzgeschichte, die Feder geschrieben hat und auch vertont hat. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, shame on you. Die ist nämlich auch in der Playlist dieser Runde zu finden. Und wer wissen will, was da passiert ist, der muss sie leider noch anhören, weil wir werden es nicht erzählen. Und auf jeden Fall endet die Geschichte damit, dass IKU in den Höhlen, in denen sich die Reste der Dorfbewohner von Frigorn und die Reste ihres Stammes, von IKUs nivesischem Stamm, befinden und ausharren. Dort sitzen Goswin, Lothir und Ilva am Feuer.
bereit irgendwie oder schon gerade am Ende der letzten Vorbereitungen für die Abreise, denn sie haben dieses Haus vom dunklen Magier Zorberan ganz aus den Augen verloren, ob der Ereignisse in Frigorn. Und Ikayu stößt dazu, bleibt kurz stehen, betrachtet die drei, die da sitzen, noch einmal ganz innig. Und ihre ganz eigenen Gedanken kommen ihr, welche das sind. Könnt ihr auch in der Kurzgeschichte hören. Ich mache zu viel Werbung. und ich wir steigen mit dieser Szene dann wieder in das Geschehen ein. Oh. Ja, dann komme ich dazu, ne? Pflanz mich neben das Feuer. Lothi hat bestimmt noch immer so ein bisschen angequollene Augen, weil er, nachdem die Zeremonie vorbei war, so vor Rührung geweint hat, dass das still für sich. Das ist so schön. So ungefähr. Also das Ganze ich spielt nicht, ob du nicht einfach nur einen Kater hast. Das Ganze spielt am Folgetag der Hochzeit, also viel Zeit ist nicht vergangen. Ach, da ist ja die frische Braut. Er grinst. Ja, schön. Habe alles erledigt. Guck mich so. Was denn? Ich weiß nicht. Immer wenn du so guckst, weiß ich nicht, was du denkst. Und das ist. Ich bin ein Geweihter, ich muss so gucken. Das ist unser Blick einfach. Geweihte gucken so. Das ist der Bist du wirklich sicher Blick oder kommt da noch was Blick oder gibt es noch eine Kleinigkeit, die du erzählen wolltest Blick? Ist okay. Ist jetzt, es hat ein Ende gefunden, nennen wir es so. Das heißt, wir können jetzt. Und der kratzt sich so mal im Kopf. Es hat ein Ende gefunden. Ich habe ihn nicht vom Felsgrat geschubst. Nein! Habe ich nicht! Ja, dann ist ja alles wunderbar. Als wenn ich das angenommen hätte, also echt. Wollt ihr auch noch was dazu sagen? Ich gucke die Runde. Oder können wir los? Ja, lass losgehen. Was stehen wir hier überhaupt noch rum? Auf ist, mit deiner Nase wieder alles, ist mit deiner Nase wieder alles gut? Ja. Hervorragend. Ihr solltet in den nächsten zwei Wochen keinen auf die Nase geben, bitte. Du weißt erst dann das Atmen richtig zu schätzen, wenn du dir die Nase ein zweites Mal gebrochen hast. In die andere Richtung. Du schreist heute nach einer gebrochenen Nase. Das macht er schon seit gestern. Hallo, ich habe es ihm angedroht. Wenn das leichtes Schlagen nicht so verpönt wäre. Wer weiß, vielleicht wenn keiner hinguckt. Es gibt auch andere Mittel, ihm die Nase zu brechen. Lothis Kopf zu zählen. Während ihr euch unterhaltet, erklingt ein Geschepper vom durch die Höhlen. Wer ist denn da verschwunden? Jetzt hast du sie echt verärgert. Also verärgert, ja. Kein Klingen der Nachtstream, ohne dass irgendjemand rausfliegt. erklingt Geschepper und Geklingel oder Gegonge durch die Höhlen. Und das ist wohl das Warnzeichen, dass sich irgendjemand den Höhlen nähert. Von den Wachen. Ja, toll.
Dann geht's. Lohnt sich doch mal nachsehen. Nee, ihr müsst ja eh nach draußen. Ja. Er geht dann erstmal vor. Speer. Und Liska. Und dann hinterher. Ja. Könnte ich eigentlich, sobald ich in die Wesen hier in der Zwischenzeit meine Pfeile wieder komplettieren? Ja, ist schwer. Man hat ja kaum was mitgenommen. Also vielleicht hast du ein paar, aber wenn, dann hast du sie selber gemacht. Okay. Ein W6 oder was sagst du? Ja. Ja, ihr erreicht den Eingang der Höhle und seht die Wachen, die dort stehen. Einer der Wachen ist Nituk. Und Nituk schaut auch sehr angestrengt durch den Schneesturm, der draußen tobt. Inzwischen mal wieder. Man kann nicht sehr sonderlich weit sehen. Goswin fragt sich, wie man hier überhaupt irgendetwas sehen will in der Ferne. Wahrscheinlich. Aber irgendwas scheint Nituk zu fixieren. In der Ferne. Ich stell mich mal auch dann zu ihm. Guck mal mit. Ich nicht. Frag ihn aber schon, was siehst du? Das sind 5, 6 Gestalten unten im Zulauf. Wir haben Tiere dabei. Notiert. Ein anderer Stamm. Vielleicht. Notiert, guckt da mal in die Leute Richtung, aus dem Dorf, die sich anders überlebt haben. Reibt sich über die Augen. Oh, ich hasse es, alt zu werden. Ah. Ja, dann kannst du nichts erkennen. Vor 10 Jahren wäre mir das nicht passiert. Dann sind wir wohl mal lieber auf der Hut. Hm? Wenn ihr raus wollt, ihr müsst an ihnen vorbei. Dann erledigen wir das doch gleich, besser direkt. Wir könnten auch einfach einen Speer losschicken. Und Lothar geht los. Ich hasse diesen Weiten. Ich guck zu Ilva, guck zu Goswin. Hinterher, bevor er sich umbringt. Ihr müsst mir jetzt ja wohl, wa? Na komm. Jo. Lothar geht mal in den Schleichmodus. Ja, dann einmal eine Schleichenprobe. Das habe ich fast geahnt. Ich guck runter. Okay. Dann sind das noch gerade 3. Schleichenbar verbergen? Ja, das war jetzt zusammengefasst. Wie der Vierungsbär. Ich bin schon wieder gemutet, ja, sorry. Als auf die Ebene herunterkommen, seht ihr einen Schlitten, ein paar Karäne und ja, 5 Personen, die dick eingemummelt durch den Schnee stapfen. Karäne. Ja.
sag ja, vielleicht sind das ein paar von unseren Leuten. Ich würde auf Nojuka zu ihnen rüberrufen. Halt, wer da? Ja, der Track bleibt stehen und es wird zurückgeantwortet. Sei ran, Hocke. Sagt mir das was? Das ist wohl ein... Klingt nivesisch. Das ist ein nivesischer Stamm. Nicht dein Stamm, aber ein anderer Stamm. Okay. Ja. Dann würde ich denen mal entgegengehen. Gut, den entspannt sich dann auch. Ja, woher kommt ihr? Kommen aus den, geht erstmal näher und sieht diese dick eingepackten Gestalten, die sich gegen den Wind und das Wetter schützen, mit großen, breiten Schneeschuhen durch den Schnee stapfen. Und vorneweg halt zwei Krieger, würdet ihr vermuten. Man kann durch die tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen wenig sehen, weil um wen es sich genau handelt. Und kleinere Gestalten wahrscheinlich, also etwas drahtigere Gestalten am Schlitten und bei den vier Karenen, die sie mit sich führen. So, und sowas hattest du gefragt? Woher kommt ihr? Und wohin wollt ihr? Wir suchen Unterschlupf vor dem Wetter. Kommen aus dem Hügelland. Ein Vorhut unseres Stamms. Die Höhlen sollen eigentlich ein gutes Winterquartier sein. Ja. Sind auch ein gutes Winterquartier. Dort haben im Moment einige Schutz gesucht. Aha, wer? Das Gebiet ist im Moment nicht sicher. Unter anderem Lapilas und Kanoas stammen, viele der Frigoaten und ein paar Yetis. Ich kenne Kanoa, meldet sich jemand von hinten. Ja, kommt ruhig mit eurem Stamm zu den Höhlen, aber wir müssen euch warnen, das Gebiet um Frigorn im Moment zu meiden. Unser Stamm ist noch weit weg. Wie gesagt, wir sind eine Vorhut. Mhm. Okay. Ich werde mal einen fragenden Blick in die Runde. Dann. Goswins, er trägt ja wahrscheinlich das Himmelslicht wieder um den Hals. Das erwärmt sich wieder. Ich hol's mal raus. So, grab so. Es wird kalt. Ja. Und lass mal so raus. Leuchtet's? Ja. Versteht ihr mich, werte Herren, Damen, Leute? Auf was, welcher Sprache sprichst du denn? Gereti natürlich. Ja. Aus Parano verstehen sie mit Sicherheit. Dann wird die Gestalt von hinten, die eben als letztes gesprochen hat, wird hier antworten mit einem relativ guten Gereti. Ja, ich verstehe dich. Ich halte das mal so hoch. Hat einer von euch auch sowas dabei? Die Gestalt kramt unter ihren Pelzen und holt ebenfalls einen Stein, den sie um den Hals trägt, hervor. Ein lichter Himmelswürfel.
Das wohl, sage ich auf Lujuka. Es kommt auf Torwalsch zurück, das wohl. Wenn du Torwalsch verstehst. Nein. Dann nicht. Gut, kommt mit. Wir bringen euch erstmal zu den Höhlen. Dieses Vierumzwicken kann ja keiner aushalten. Mhm. Wie wäre es, wenn ihr die Schale ein Stück zurückbringt und ich gehe mal ein paar Meter vor? Geh nicht allein, nimm Ilva mit. Warum hast du ein Licht der Himmelswölfe? Seid ihr, wie soll ich das formulieren, hattet ihr schon eine Begegnung mit ihnen, mit den Chakagra? Schlägt so ein bisschen die Kapuze zurück und du siehst jetzt in das Gesicht, es ist eine ältere Frau, eine ältere Nivesin. Die eine Hälfte ihres Gesichtes komplett mit einem pockennarbigen Gewebe überzogen hat. Und sie dich freundlich anlächelt und meint, Chakagra. Ja. Kenn ich. Die finstere Bedrohung aus dem Norden. Diese Lichter scheinen schicksalshaft zu denen zu kommen, die sich gegen die Chakagra stellen. Ich bin auch der Meinung, dass Träger von den Lichtern der Himmelswölfe auserkoren sind für ein großes Schicksal, aber die Chakagra sind weit im Norden, im Himmelsturm. Nein. Nicht mehr. Wir vermuten sogar, nein, wir sind uns sehr sicher, dass sie gerade eben in Frigorn unterwegs sind. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie hier ankommen. Das ist eine schlechte Nachricht, dann wären wir auch in den Höhlen hier nicht sicher. Sie haben es nicht auf die Höhlen abgesehen. Sondern? Auf das Haus des Zauberers. Das ist abgebrannt, bis auf die Ruinen. Ja. Steht seit Jahren leer. Ich war schon mal in Frigorn. Es soll Keller geben. Und die Chakagra suchen etwas in diesen Ruinen zu finden. Etwas. Was? Sie suchen etwas, um das Monster aus dem See zu bändigen. Aber das ist Legende. Ja, so wie die Chakagra. Gesehen hätten auch Nein, die Chakagra sind keine Legende. Genau. Ich kenne Leute, die sie getroffen haben. Die mir von ihnen erzählt haben. Wen? Habt ihr weitere Verbündete gegen sie? Das ist schon so lange her. Ich bin einst zusammen durch das Bornland gezogen mit einer Gruppe von Seeleuten. Sie erzählten von den Chakagra. Lasst uns erstmal aus dem Schneesturm raus. Wir müssen sowieso noch in dieses Haus. Und entweder schicken wir sie jetzt vor aus der Kälte oder wir gehen nochmal schnell zurück. Und bereiten uns darauf vor, dass wir endlich da reingehen. Gut, dann machen wir es doch, wie vorhin gesagt. Ilvan,
du begleitest mich schon mal. Wir gehen ein Stück voraus und sehen mal, ob sie vielleicht schon da sind. Vielleicht sollten wir das die Kundschaft entscheiden lassen, ob sie mitkommen oder nicht. Ich denke, wir sind nicht mehr weit von den Höhlen entfernt, oder? Nein, nur noch den Pass dort nach oben. Ich denke, wir finden den Weg. Ich sag's mal so, wir könnten auch noch Hilfe gebrauchen. Gut. Wenn du ein Träger des Himmelswölfe Licht bist, sollte ich dir vielleicht keinen Wunsch ausschlagen. Lute schmunzelt kurz. Ja, er ist wahrhaftig gesegnet von den Himmelswölfen. Ja, einer der vorderen die Wesen dreht sich um, aber Fanta, du kannst nicht mitgehen. Doch, das kann ich. Ich kehre so schnell ich kann zu euch zurück. Gut, dann. Ich bin Ikayo. Ikayo von Lapilas und Kanoas Stamm. Das sind meine Gefährten. Fanta von den Sairan Hocke. Möchtet ihr das vorstellen? Oder soll ich das machen? Lothir von Frigor. Dina Infant. Baut noch an so einem Stück Dörrfleisch rum. Ich bin Goswin aus Lovan. Schöne Stadt. Ich war nur kurz dort, aber sie hat mir sehr gefallen. Und? Alle gucken Hilfe an. Hallo. Nicht sehr gesprächig, die große Frau, ne? Nee. Naja, wir haben, ihr wollt zurück nach Frigorn, nicht wahr? Wir müssen in dieses verfluchte Haus. Nun, dann lasst uns los. Ist ein durch den dicken Schnee ein weiter Weg. Ja, und dann stapft ihr durch den Schneesturm Richtung Frigorn. Ihr seid schneller unterwegs als als ihr das mit der ganzen Dorfgesellschaft gewesen seid. Man kann die Spuren auch noch deutlich sehen von eurem Track. Und könnt ihr gerne noch unterhalten auf dem Weg oder wir springen direkt nach Frigorn, wie ihr das möchtet. Ich bin sehr zufrieden. Also der erste Steinträger, der sich uns direkt freiwillig anschließt. Wie der erste Steinträger? Das ist, nicht der erste Steinträger. Wir haben schon andere vor dir getroffen. Das heißt, aber die wollten alle nicht unbedingt mitkommen. Oh ja. Wie viel habt ihr getroffen? Der erste war ein Elf. Der hat es aber leider nicht geschafft. Der hat den ersten Angriff der Chakra gar nicht überlebt. Der zweite war ein geweihter Rondras im Tempel der Einsamkeit, der ewigen Reue. Irgendwie sowas. Die dritte war eine Dienerin Praios aus Glündhafen. Und der vierte Steinträger, den wir getroffen haben, der ist im Moment oben bei den Höhlen. Das ist Rom, ein Yeti. Oh, interessant. Ich habe in der Zeit meines Lebens sehr viel versucht, über diese Steine herauszufinden, aber ich habe noch nie einen zweiten oder sogar dritten oder vierten gesehen. Das heißt, du hast den schon länger? Ja, das ist ein Standeszeichen meines Stammes.
Man nennt es Himmelslicht. Zumindest da, wo ich herkomme. Ja, auch bei den Firnelfen nennt man es Himmelslicht. Hm. War das ein Firnelf, der das, euch das Licht gegeben hat? Mhm. Das passt irgendwie zusammen. Weißt du, früher, das ganze Land, auf dem wir uns hier bewegen, hat früher den Alben gehört. Den Elfen. Wir haben hier überall gelebt, und bevor es Menschen gab. Oder bevor sie hier waren. Weißt du, Elfen leben ewig, wenn sie wollen. Man sagt über diese Elfen, die damals dort lebten, dass sie alt waren, nie was vergessen haben und deswegen auch viel, viel klüger geworden sind als jeder Mensch, das heute irgendwie sein könnte. Und weißt du, ganz weit oben in den Grimmfrösten, selbst da haben sie Städte errichtet. Eine ihrer Städte hatte einen riesigen Turm, den Himmelsturm. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon einmal gehört. Das ist Legende. Aber da oben ist doch nichts, nur Eisland. Es gab da eine Expedition der Torm. Ja. Die haben behauptet, diesen Himmelsturm wirklich gesehen zu haben. Fokwulf Eliasson. Genau der. Das wundert mich jetzt nicht. Die einzigen, die verrückt genug wären, da so etwas zu tun, sind die Torwaller. Ich traf Eliasson. Ich würde ihm abnehmen, dass er dort war. Ich hätte es mir auch angesehen, denke ich. Wisst ihr, im Neunaugensee sollte auch eine Stadt gewesen sein. Das soll wohl einmal ein Vulkan gewesen sein. Überall haben sie Städte und Burgen errichtet, hohe Türme mit Feuer und Glas, mit Magie. Überall haben sie Reisewege und haben diese geschützt vor allen aller Art Monstern und Feinden, die sie hatten. Heute ist das alles Staub und Asche. Und die ganz alten Elfen sind alle weg. So erzählen es zumindest aber die Geschichten. Aber warum? Eliasson erzählte, dass sie herausgefunden hätten, dass sie eine Katastrophe heimgesucht hat. Genaueres weiß ich allerdings auch nicht. Nicht so richtig, aber es gibt einige elfische Ruinen in der Nähe hier, vielleicht. Naja. Ich war schon ein paar Mal dort, aber richtig etwas herausfinden. Ich bin kein Gelehrter, ich bin Jäger. Aber zu diesen Lichtern zurück. Du kennst doch als Nivesin bestimmt die Geschichten um die Himmelswölfe und um den Verrat. Natürlich. Weißt du, als der Verrat an den Wölfen noch jung war, da erkannten und verstanden die Elfen, wie es um unser Volk gestellt ist. Und in ihrer elfischen Weisheit wussten sie, dass es große Gefahren in den Steppen hier geben würde. Und sie schenkten unserem Volk diese Steine, aufgereiht in eine Kette. Sie sollte ein Bündnis zwischen den Völkern besiegeln, zwischen Elfen und Nivesen. Und sollte symbolisieren, dass man nur gemeinsam stark ist.
Die Steine an dieser Kette leuchteten in allen Farben der Himmelslichter. Und jeder Kristall an dem Band war einem der Himmelswölfe lieb. Dem mutigen Samyuk schenkten sie einst das Licht des Rokyok. Sie teilten dieselben Wege, folgten denselben Karenherden. Damals fand der Stamm der Hocke zusammen, aus dem ich komme. Bis heute hat er Bestand. Und wir haben immer noch Rokyoks Licht, an dem wir uns orientieren. Weißt du, wie viele Lichter es gab? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend gibt es mehr als 3 oder 4. Anscheinend kennt ihr alleine schon 4, mit meinem jetzt 5. Vielleicht so viele, wie es Himmelswölfe gibt. Das würde zur Geschichte passen. Dann haben wir noch ein paar vor uns. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder ob ich mich nicht darüber freuen soll. Die Geschichte sagt auch, dass diese Kette die Stärke eint gegen einen Feind. Und wenn ihr sagt, die Chakagra kommen aus dem hohen Norden, könnte das durchaus ein Feind sein, bei dem die Himmelswölfe uns unterstützen wollen und so die Himmelskette wieder zusammengesetzt werden muss. Und dass die Steine... Und 14 haben? Nun, dass die Steine gerade jetzt auftauchen, zu diesem Zeitpunkt und nicht etwa als die Eishexe regierte, zeigt wohl tatsächlich die Gefährlichkeit, mit der wir es zu tun haben. Das sehe ich auch so. Naja, unser Licht war immer da, auch zu Zeiten der Eishexe. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die anderen Lichter verschollen sind. Ich kenne keinen anderen Stamm, der eins hätte. Jetzt sehe ich einen, Entschuldigung für die Worte, dahergelaufenen Südländer aus Lovang mit einem Stein. Nicht ungewöhnlicher als ein einsamer Rondra-Geweihter und eine aufgeschlossene Preiersgeweihte. Oder eine Handvoll Yetis. Ja. Auch nicht ungewöhnlicher als eine dahergelaufene nivesische Späherin. Oh. Ich bin keine Späherin. Ihr seid die Vorhut. Ja, ich begleite die Vorhut. Wie gesagt, entschuldigt. Ich habe schon lange kein Garethi mehr gesprochen. Mir fehlen die richtigen Worte. Vielleicht nicht dahergelaufen. Ich meine, zufällig getroffen. Trifft es das besser? Mhm. Und ihr wollt zu Zuberans Haus? Ja. Wollen, müssen. Das war aber im Keller. Das Haus wurde so oft besucht und untersucht. Oh ja, ich weiß. Es gab das ein oder andere vorwitzige Nimesenkind, was da herumgespielt hat. Ich bin nur bis zur Tür. Nur bis zur Tür, und da war ich eine der wenigen. Schön, dass du dich angesprochen fühlst. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es doch da auch mal diesen Firun-Geweihten, der eine Expedition in den Norden führte und das Haus untersuchte. Und zur Erkenntnis kam, dass man sämtliche Bücher oder Bösartigkeiten aus diesem Ort verbannt hat.
Tja. Vielleicht hat man alles Schlechte aus der Ruine verbannt, aber wenn das Wissen noch da ist, wie man etwas Schlechtes wieder aufwecken kann. Was genau sucht ihr denn da? Tja, wenn wir das selber so ganz genau wüssten. Eine Formel. Es geht doch, wir haben in den Schriften der Priorskirche haben wir doch von dieser Formel gelesen, irgendwas mit mehreren Stimmen. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, aber irgendwas, was in mehreren Stimmen gesungen werden muss, und das die ganze Zeit, um halt dieses Viehzeug. Sucht das Lied, mit dem man die Kreatur besänftigen kann oder unter Kontrolle bringen kann. Das, was er auch immer da zusammen gekocht hat, kontrollieren kann. Tja, das Problem ist, dass auch niemand halt weiß, wie dieses Wesen aussieht. Es gibt unzählige Legenden, Gerüchte, Sichtungen, die alle fantastischer sind, je häufiger sie erzählt werden. Lothar, glaub mir, wenn du es siehst, wirst du es erkennen. Also wenn ich den Kindergeschichten glauben darf, dann ist es eine schwarze Gestalt mit vielen Mündern und Tentakeln. Ich glaube, am ehesten entsprach das Bild einem Krakenmolch mit Mäulern. Ja, ihr habt auch eine Beschreibung von dem Monster gefunden, ne? Also woraus es sich zusammensetzt. Das heißt, ihr müsstet eigentlich eine ziemlich genaue Vorstellung haben, wie ungefähr es aussieht. Ist mir egal. Ja. Ja, nach einiger Zeit erreicht ihr dann Frigon wieder. Man sieht irgendwie die Gassen, die in die Stadt hineinführen, sind irgendwie zugestellt mit Fässern und alten Karren, die umgekippt worden sind und so. Und man sieht noch die Zurückgebliebenen. Ein paar Kinder spielen halt noch auf dem Dorfplatz. Also anscheinend waren die Chakragar noch nicht hier. Die laufen aufgeregt durcheinander und bald kommen dann die ersten Erwachsenen, die euch dann irgendwie sehen und wiedererkennen. Es sind alle gut in den Höhlen angekommen. Hier ist nichts weiter passiert. Keine bösen Geister oder Elfen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eine total unnütze Expedition ist. Panikmache. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich wirklich. Wirf mal so einen Blick auf die spielenden Kinder. Hast du ja keine Ahnung, wie sehr ich das hoffe. Kein Knirsch mit den Zähnen. Leider habe ich selten Unrecht. Zumindest was Gefahren betrifft. Ja, das Haus des Magiers Zurbaran liegt auf einer kleinen Anhöhe. Man kann es aus dem Dorf, vom Dorfplatz heraus sehen. Es thront quasi so ein bisschen über dem Dorf. Und es ist nicht mehr als eine alte Blockhütte. Allerdings ist sie auch man hat versucht, die niederzubrennen. Man sieht die schwarzen Mauern. Das Dach ist eingefallen. Lothir und Ikayu waren vielleicht schon ein paar Mal da. Man sagt, es gehen dort Geister um. Oder Dämonen oder Schlimmeres. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt nach da oben seht, und der Schneesturm hat etwas nachgelassen, man kann gut sehen nach oben. Es wirkt bedrohlich. Dabei ist es nur ein altes, verbranntes Haus. Da sollen wir jetzt rein? Irgendwo, ja. Es müsste wahrscheinlich
Gibt es irgendwo einen eingestürzten Bereich oder sowas, wo man vielleicht nach innen gelangen kann? Aber ehrlich gesagt, ich war noch nie im Innern der Ruine selbst. Hat auch eine ganz unheimliche Aura. Lutz zieht auf jeden Fall mal den Speer. Atmet einmal tief durch, geht dann drauf zu und schaut sich das jetzt mal zum ersten Mal in seinem Leben wirklich sehr genau an. Okay, und ihr stapft dann den kleinen Weg nach oben, der zu diesem zu dieser Blockhütte führt. Seht dann halt die schneebedeckten, rußgeschwärzten Grundmauern. Das Dach ist, wie gesagt, eingefallen. Alles mit großem Schnee bedeckt, obwohl man hier jetzt sehen kann, da braucht ihr gar keine Probe für zu würfeln, das sieht man mit bloßem Auge, dass hier wohl irgendjemand schon gewesen ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Die Spuren im Schnee sind unverkennbar. Schmale Spuren? Ja, man kann es schwer noch sehen, also der Schnee ist teilweise richtig weggeräumt. Also es müssen mehrere Leute hier gewesen sein. Wo führen die denn hin, die Spuren? Also zu welchem Teil des Hauses? Also einmal ins Haus rein. Und wenn ihr dann das Haus auch betretet und euch dann auch so ein Schauer befällt, weil immerhin ist dies das Domizil eines Schwarzmagiers. Und wenn nicht sogar dem Schwarzmagier schlechthin für Chimerologie. Vielleicht ist das gerade Goswin, ist es als Verwandlungsmagier besonders bewusst, was Chimerologen so anrichten können. Ein Gräuel. Und man sieht, sie haben halt das Innere des Hauses fast komplett vom Schnee befreit. Und von daher kann man da jetzt relativ wenig Schneespuren halt sehen, weil der ganze Schnee nach draußen geräumt wurde. Das heißt aber auch, dass es noch... Dass es echt nicht lange her sein kann. Scheiße. Sie sind nicht durchs Dorf gekommen. Das ist aber auch die einzige gute Nachricht. Verdammt. Das heißt doch nicht, dass sie was gefunden haben. Ich nehme meinen Mut zusammen und würde mal die einzelnen Räume erkunden. Mhm. Macht mal eine Sinnesschärfenprobe. Ich würde doch mal mit dem Speer ein bisschen stochern, ob irgendwo vielleicht Schnee runterfällt zum Beispiel. Mhm. So. Gucken wir mal. Ach. Oh. Krone heute. So. Sagt mir einfach. Eine Qualitätsstufe. Drei Qualitätsstufen bei Goswin. Oh. Naja, deine Kumpels sind ja ganz gut. Also mal mit den zwei 18er Sinnesschärfe. Habe ich noch einen Punkt über. Tja, das reicht für eine Qualitätsstufe. Ja, also oh Gott, ich werde wirklich alt. Ihr erkennt, dass wenn ihr da ein bisschen sucht und auch nach außergewöhnlichen Spuren oder irgendwas Außergewöhnlichem sucht, seht ihr, dass man anscheinend einen Teil, wo so eine Seitenmauer irgendwie stand, dass die wohl relativ frisch umgestürzt sein muss. Und zwar nach innen. So. Die Steine liegen halt alle so verstreut im Inneren des Gebäudes. Quasi eine Außenmauer, die man von außen quasi nach innen eingedrückt hat und die dann halt komplett umgefallen ist und sich jetzt quasi über den Boden ergießt. Ich würde einzelne Steine mal hochheben. Mhm.
Die äußere Seite müsste ja geschwärzt sein. Das bedeutet, ich müsste die innere Seite erkennen können. War da irgendwas auf der Mauer? Nee, war nichts auf der Mauer. Aber wenn du einzelne Steine hochnimmst, kannst du erkennen, dass unter dir das der Boden noch eine Diele freigibt. Dann fange ich an, die Steine beiseite zu räumen. Ich mach da mal mit. Ja, und geht dann bestimmt schneller. Ihr räumt die Steine beiseite und findet tatsächlich so eine Art Luke. Und die man auch ohne Probleme öffnen kann. Die hat ein bisschen gelitten durch die umgestürzte Mauer. Fast kaputt gegangen. Aber sie hat dem Gewicht halt noch standgehalten. Als wenn ihr sie öffnet, könnt ihr in einen dunklen Schacht hinuntergucken. Hat jemand Licht? Wir haben eine Fackel, ne? Also ich habe definitiv auf jeden Fall eine Fackel dabei und ich biete mich auch wohl an, vorzugehen. Ilva zündet die Fackel an, schaut so in dieses dunkle Loch hinein, leuchtet so ein bisschen herunter. Die Fackel leuchtet halt so ein Stück und es geht halt wirklich relativ tief in den Boden hinein und es weht so eine Art Luftzug von unten dir entgegen. Als du die Fackel so nach unten hältst und siehst halt, dass das Feuer so irgendwie halt von dem Luftzug erfasst wird und dir so ein bisschen entgegenkommt und dann sofort aber aufhört. Also es ist nur, als ob so ganz kurz nur so ein Lufthauch irgendwie dir entgegenkommen wäre. Und dann hört so ein Blutig. Es ist, als würde dieses Loch im Boden halt ausatmen. Ich will da nicht runter. Naja, also zugegebenermaßen scharf drauf, da reinzugehen, wäre ich wohl auch nicht. Aber das Ding ist, unsere Aufgabe ist, das Haus zu durchsuchen. Und wir müssen gucken, ob hier noch was zu finden ist, oder? Hier ist ein Loch, hier lagen Mauertrümmer drauf, das haben wir anscheinend noch nicht durchsucht. Wenn, dann sind hier unsere Chancen ziemlich gut. Ja, hör auf die Weisheit von Ilva. Ja, sie hat leider recht. Es ändert aber nichts daran, dass das so aussieht, als würde man in den Rachen einer Bestie klettern. Ich habe zwei Äxte. Ich kann echt fieses Bauchweh machen, wenn es mich frisst. Von innen ist es weicher, genau. Und das kann ich blocken und abwehren. Ja. Ilva stapft mutig voraus und verschwindet dann auch in dem Dunkel des Ganges, wenn ihr ihr nicht sofort folgt. Ich warte mal einen Moment erstmal. Ich guck mal so runter. Also nach so ein paar Minuten, Ilva? Man ist halt so ein bisschen nach. Ilva? Ist dunkel hier, aber hallo, bin noch da. Ja, die Wände sind glitschig und irgendwie mit so einem, ja, mit einem Film von Nässe überzogen. Wahrscheinlich irgendwie, ja, weil es halt alle überall mit Schnee bedeckt ist. Jetzt wird's richtig kalt an den Finger. Wimmernd mache ich meine Fackel an und sage Liska, sie soll die Luke bewachen. Und dann. Und dann steige ich hinterher. Nach außen bin ich natürlich vollkommen gefasst. Ja, als die Kai runterklettert, guckt Lothier zu Liska. Liska, bewach schön das Loch. Während Lothier das sagt, damit ich nicht der Letzte bin. Stark voran und rein. Bravo. Na. Ilva ist dann, es geht so ein bisschen kreisrund nach unten und jetzt Ilva wieder geraden Boden und eine kleine Öffnung tritt und die Fackel halt prüfend nach hin und rechts und nach links schwenkt, kannst du sehen, dass du in einem viereckigen Raum dich befindest und
die Wände sind mit so Eisglitzern halt überzogen, wahrscheinlich auch feucht und das dann gefroren. Es ist kalt. Siehst irgendwie eine. Sieht irgendwie aus, wie es wäre so eine Art, ja, leerer Vorraum oder so. Also es sind keine Möbel oder sowas erkennbar hier, aber man sieht eine Tür in einer der Wände. Ansonsten ist der Raum ziemlich quadratisch. Hier geht's auf jeden Fall weiter, rufe ich mal so hinter mir. Der Boden ist übrigens mit Ziegeln irgendwie ausgestattet. Da ist irgendwie nicht irgendwie lehmigem Boden hast oder so. Ja, wir sind genau hier. Hallo. Aber es muss ja nicht jeder mitbekommen, dass wir hier. Ja, aber da ist eine Tür, da können wir gleich weiter. Die Tür steht übrigens zur Hälfte offen. Können hier ein bisschen schneller laufen. Ich möchte da reingucken. Das ist ja gut. Schaust um die Ecke der Tür herum vielleicht erstmal mit der Fackel. Siehst in einen langen Gang, wo nochmal drei Türen abgehen. Zwei nach links und eine nach rechts. Noch mehr Türen. Okay, der Reihe nach. Die erste. Jetzt trittst du erstmal auf den Gang hinaus und du siehst, dass irgendwie, dass auch die Wände hier halt mit Steinen wirklich, es ist also, als ob es so eine Art wirklich ein Flur wie von einem Haus ist, wo du weißt, du befindest dich mehrere Meter unter dem Boden. Und wie man das in einem Flur an so Wänden halt hat, hängen auch hier Bilder an der Wand. Einige davon, die ersten, die du so mit der Fackel anleuchtest, sind halt zerstört. Irgendwie, man sieht entweder den Platz noch, wo das Bild gehangen hat, oder man sieht noch den Rahmen vom Bild, wo aber das eigentliche Bild aus dem Rahmen herausgerissen ist. Teilweise hängen die in Fetzen noch irgendwie auf dem irgendwie herunter. Kann man da noch irgendwas drauf erkennen? Du kannst den einen Fetzen irgendwie so hochziehen und siehst irgendwie irgendwas. Irgendwie mit rot, schwarz, braun gemaltes. Aber das ist halt nur so ein kleiner Fetzen, der zum ursprünglichen Bild gehörte. Wenn du vielleicht, ist das ein Arm oder ein Bein? Vielleicht auch ja, okay. Der Schweif von irgendwas? Sind da auch noch intakte Bilder? Wenn du den Gang weitergehst, an den ersten Türen rechts und links vorbei, das kann man noch intakte Bilder erkennen, ja. Dann würde ich erstmal an den Türen vorbeigehen und mir die Bilder angucken. Vielleicht sagen die mir ein bisschen was über wen der hier gewohnt hat. Die anderen sind ja hinter mir noch. Die Türen machen wir gleich. Ich gucke Bilder. Ja, du findest ein intaktes Bild, was allerdings mit einer Art Pech oder sowas übergossen wurde. Und du siehst irgendwie aber noch die Überreste, also es schildert noch so ein bisschen durch, was da mal war, und man sieht so eine Figur, die auf einer Art Thron sitzt, mit einem Stab in der Hand und so einer Magierrobe an und irgendwie so herrisch auf so einem Thron sitzt und irgendwie so quasi auf dich als Betrachter des Bildes herunterschaut. Manche haben es ja nötig. Goswin, kennst du den hier? Hier ist so ein Magier drauf. Also eigentlich habe ich total den Schiss, aber da geht der Klugscheißerplex los. Also immer, als ob ich jeden Magier persönlich kennen würde. Es gibt mehr als fünf. So, der hat auch so ein Mäntelchen und Not wie du. Ja, weißt du eigentlich, wie viele Magier... Ach, egal. Ich guck mir das auch an. Ja. Auch für dich, also jemand hat versucht halt mit einer Art irgendwie schwarzem Pech oder sowas, das Bild halt unkenntlich zu machen. Das muss schon sehr, sehr lange her sein. Das Ding ist halt runtergelaufen und ist halt über die Jahre halt irgendwie abgebröckelt, sodass man das eigentliche Bild dahinter wieder erahnen kann. So, oder zumindest wieder ein bisschen sehen kann. Ja,
Aber sagt mir im Prinzip auch nicht mehr als Silver. Ich weiß nicht, wie gut du die Magier vom Aussehen her kennst. Hast du schon mal eine Darstellung von Zobaran gesehen? Irgendwo? Nee. Dann wird das wahrscheinlich deine erste sein. Ich tippe einfach mal, ob der Selbstverliebtheit von sehr vielen legendären Schwarzmagiern, dass das Zobaran sein dürfte. Das ist aber mein einziger Anhalt. Denkt sich selber im Flur? Selbstverliebt. Auf der anderen Seite, quasi dem Bild genau gegenüber, ist ein zerstörtes Bild. Man sieht irgendwie, da hat einer mit einer scharfen Klinge oder so die Hälfte von dem Bild irgendwie zerschnitten. Man erkennt aber noch, dass es ein sehr helles Bild war, in hellen Farben gehalten, irgendwie eine Gestalt, die zu schillern scheint. Aber von den Wesenszügen der Gestalt, die drauf abgebildet ist, vielleicht sogar eine Frau. Aber das ist halt dann der obere Teil des Bildes ist halt zerschnitten und kaputt. Kann man die einzelnen zerschnittenen Teile irgendwie aneinander halten? Wie so ein überdimensionales Puzzle quasi, nee, die bis fehlen. Man die wieder hochklappt? Achso, die fehlen. Nee, die sind rausgeschnitten. Wird die Rahmen mal untersuchen? Steht da irgendwas? Nee. Okay. Ein schwerer, okay, also schwere, hölzerne, dunkle Rahmen. Wir haben den Günstling der Dunkelheit und... Naja, wenn das Zobaran ist, dann wird das... Könnte das Lysira gewesen sein. Tja. Irgendwer scheint sie nicht wirklich gemocht zu haben. Das ist ja noch schlimmer als mit ihm. Naja, erinnere dich an die Geschichten. Das war wohl eine recht einseitige Schwärmerei. Ja, ich weiß. Außerdem hättest du gern eine Chimäre als Geschenk bekommen? Nein. Rossblumen. Ja, die wachsen hier oben aber nicht so viel. Es ist schwer, die zu bekommen. Umso mehr wäre es ja von der Wert dessen. Ja. Zurück zum Thema. Ja, sollen wir mal in die Türen reingehen? Ja, natürlich. Wir sind ja sowieso schon hier unten. Das kann schon schief gehen. Welche Tür wollt ihr denn nehmen? Die weiter hinten im Gang oder eine von den beiden vorne? Und wenn eine von den beiden vorne, welche? Weg und du bist weg. Ich habe jetzt die rechte ausgezählt. Also die... oder wenn ihr wo ihr quasi in den Keller reingekommen sind, schaut, geht eine Tür nach rechts und zwei nach links. Ja, dann die rechte erst. So. Silva, wählen Sie die Tür, durch die Sie als erstes gehen möchten. Dann bist du in einem sehr großen Raum also leuchtest du rein, der wohl mal quadratisch war. Allerdings ist eine Wand, also quasi eine Ecke des Raumes, komplett eingestürzt. Und in der Mitte des Raumes befindet sich ein gemauerter Kreis. Vielleicht sowas wie einem Brunnen oder sowas. Mehrere zerstörte Möbel. Und überall auf dem Boden liegen Glasscherben. Überreste von Laborausrüstung kann man sehen. Einige Bücherregale an der Wand, allerdings keine Bücher mehr enthalten. Ich frage mich, ob er das selbst gebaut hat oder ob er das so vorgefunden hat. Ich
Dämonen beschworen, die ihm das bauen. Wäre er nicht der Erste gewesen. Schüttel. Auf dem Boden um den Kreis in der Mitte herum, also um diesen Brunnen herum, findet ihr, wenn ihr ein bisschen genauer hinsteht, auf jeden Fall leichte Linien, die in den Boden eingelassen sind. Also das ist gemauerter Boden. Und es sind halt wie so Rinnsale, die halt einen 12-zackigen Stern bilden. Ich würde mal reingucken wollen in diesen Brunnen. Im nächsten ein tiefes schwarzes Loch. Okay. Kann ich mir irgendwas nehmen und da runterwerfen, um mal zu hören, wann da denn was rauskommt? Ja. Ja, liegt genug Kram hier rum. Möchte mich jemand aufhalten? Und du siehst, wie Loki fast dieselbe Geste macht. Dann nimmst du, keine Ahnung, irgendwie ein kaputtes Fläschchen oder so und lässt es halt da reinfallen. Es kommt eine ganz, ganz lange Zeit nichts. Und das war Hüller der Feuer. Und dann irgendwann hast du so ein Auftreffen auf dem Boden. Ganz weit wie weg. Wie tief zur Hölle ist dieses Ding? Warum gehen mir gerade die Worte Peregrin Tuck? Verdammter Tuck! Das war selbst hinein, da sind wir sicher in deine Dummheiten los. Ja. Ja. Aber Ikayo hängt halt echt so halb über dem Brunnenschacht. Was zur Hölle ist das und wie tief geht das bitte in die Erde? Aber das war schon ein Klirr und kein Platsch, oder? Das war ein Klirr, ja. Wozu ja. Braucht man sowas, Goswin? Bitte? wozu braucht man so einen tiefen Brunnen? Tja, wenn du die Antwort nicht hören willst. Weg ist sie. Ja, wofür braucht man so einen tiefen Brunnen? Wer weiß? Keine Ahnung. Das ist Goswin jetzt nicht der Chimerologe. Zu eurem Glück. Ja. Und was ist das für ein Stern? Ein 12-zackiger Stern. Das ist gut, oder? Kommt drauf an. Es gibt 12 von solchen und es gibt 12 von solchen. Lothi hustet mal so ein bisschen. Ja, Lothi meint jetzt auch so einen leicht schwefligen Geruch wahrzunehmen, als er das ist, was Wind das sagt. Also ich gehe davon aus, dass das hier kein Tempel ist. Scharfsinnig. Dafür muss man keine Bücher lesen können. Ich könnte mir vorstellen, dass er da drin was gehalten hat oder entsorgt hat. Sag das doch vorher! Bevor ich da irgendwas runterwerfe! Wenn da noch was wäre, dann hätten wir es jetzt schon längst mitbekommen. Moment. Das ist ein beunruhigender Gedanke. Ich will lieber die eingestürzte Mauer angucken. Allerdings könnte das vielleicht groß genug sein, um natürlich ein ziemlich großes Wesen vielleicht zu beherbergen. Riecht ihr das auch? Gute Frage, rieche ich das auch? Nein. Nö. Du hast eine gebrochene Nase. Nein, du erinnerst es nicht. Also siehst du dann, dass Lothar tatsächlich eine Differenzhaut hat, also eine Gänsehaut. Mhm. Ist das dann nicht eher eine
Travia? Nee, das heißt tatsächlich Influencer. Das macht keinen Sinn, egal. Der ist ein bisschen blass um die Nase. Ja, irgendwas ist hier falsch in diesem Raum. Wir sollten hier nicht bleiben. Ich rieche Schwefel, Verdammnis. Ich habe das Gefühl, irgendwas zerrt an mir. Was, wenn... Ach, Goswin, das bin ich. Lothir. Das bin ich. Seht ihr, mich macht das Stress. Lothir, jetzt mal ganz ehrlich, was hast du erwartet? Wir sind in den Keller eines Schwarzmarktes eingebrochen. Natürlich, ich rieche Schwefel. Entschuldigung, meine Fantasie reicht nicht so weit, um mir das Labor eines Schwarzmagiers vorzustellen. Ich habe nur Hinterlassenschaften der Eishexe gesehen und die sahen anders aus. Ich gucke mir diesen zwölfzackigen Stern mal an. Ist das nur so, sind das nur so Furchen oder ist da irgendwie auch was drin? Also die, das sind auf jeden Fall so Ritzen halt im Boden. Da kann man irgendwie Wasser oder sowas durch oder Blut durch. Genau, Wasser. Ja. Also ich weiß auch nicht so viel über Schwarzmagier, allerdings reichen meine Vorurteile sehr weit. Ja. Und Furchen im Boden in zwölf Zacken, das ist nicht Wasser. Ja. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass... Na, immerhin riechst du hier Schwefel und nicht Eisen, ne? Ich fühle mich total beruhigt jetzt. Jetzt zieht mal so eine Braue hoch. Sorry, du bist hier der Seelsorger. Ja, ich sorge auch sehr für meine eigene Seele. Er geht aus dem Raum raus. Mhm. Fühlt sich instant besser. Im Gang. Und dieses mit Pech verzerrte Bild glotzt dich an. Es gibt tatsächlich schon geknurrt. Es ist irgendwas. So. Boah, wird der zickig. Naja, aber hier ist jetzt ja nun wirklich irgendwie gerade nichts, ne? Kaputtes Glas, leere Regale und tiefes Loch. Ja, mach doch mal eine Sinnesschärfenprobe, Eva. Wenn dich da was die ganzen Sachen... Was ist mit der eingestürzten Wand? Genau. Also, Ikaio steht halt vor dieser eingestürzten Wand, weil... Mhm. Warum? Warum nur diese Wand? Also, sieht das aus wie ein Erdrutsch oder so? Ja, genau so sieht das aus. Erstmal meine Sinnesschärfenprobe. 3 QS. Mhm. Ja, Ilva ist das ja inzwischen schon gewohnt, so Malereien auf Wänden, ne? Also in der Höhle da und so und in dieser Bernsteinhöhle gesehen und so. Ist Ilva ja ein Fan von, ne? Finde ich super. Immer diese geschriebenen Wörter, ey. Da kann doch kein Mensch was mit anfangen. Schöne Bilder, ich sag's euch, schöne Bilder, Freunde. So, dann hast du irgendwie, wenn das so ein Magier ist, dann muss man da irgendwie, die machen doch bestimmt auch so Bildchen auf die Wand, wie draußen im Flur. Vielleicht hat hier irgendwo mal ein Bild gehangen oder so, mal gucken. Gehst du die Wände ab und ziehst dann so ein Regal zur Seite und siehst halt hinter dem Regal ziemlich deutlich Ritzungen im Stein. Und dann schaust du neben das Regal, wo es vorher gestanden hat, und diese Ritzungen gehen weiter. Allerdings sind die verwittert mit den Jahren. Das heißt, neben dem Regal konnte man die nicht genau mehr sehen, aber sie sind noch da. Jetzt, wo du die deutlichen Ritzungen gesehen hast, sieht man auch die anderen. Wenn man weiß, wo man hingucken muss. Ganz okay, viele Balken und Striche. Senkrechte und waagerechte Striche. Goswin? ja?
Hier sind so Balken und Striche hingemalt. Was ist das auf magierisch? Sag mal her. Ich guck mir das mal an. Mhm. Was genau für Balken und Striche sind das? Es sind halt in die Wand reingeritzt waagerechte und senkrechte und waagerechte Striche. Okay, also nicht mehr, nicht weniger. Das liegt jetzt nicht daran, dass Ilva nicht lesen kann, sondern... Mhm. Nö, Ilva hat das schon ziemlich gut erkannt. Mhm. Aber sind die in Päckchen? Immer vier so und dann einer so, zufällig? Mal so, ja. Es gibt auch manchmal einzelne und dann so ein kleinerer Strich unten dran und dann wieder einer, der ein bisschen höher angeordnet ist und einer, der etwas niedriger angeordnet ist. Mhm. Und? Ist das eine Aufzählung? Das folgt aber keinem chaotisch. Also es ist nicht chaotisch, das scheint irgendwie planmäßig. Mal sind so zwei, dann zwei nebeneinander, die mit einem kleineren Strich verbunden sind. Dann etwas weiter höher ist dann noch ein Strich, der nach oben zeigt und ein ganz kleiner unten dran. Okay. Also ist, dann wieder ist, ein ganz weit unten wieder einer, dann wieder etwas weiter höher. Es ist jetzt aber keine rausgewitterte Schrift oder so. Eine Schrift, wenn man möchte, ja. Also nachzuzeichnen mit der Schrift, die ich kann. Im weitesten Sinne des Verstandes könnte man es, ja, wenn, dann ist es eine Schrift, die du nicht kennst. Ja. Naja, wie eine Dekoration sieht es nicht aus, ne? Nee. Kannst ja mal eine Probe machen auf was kann man denn da mal würfeln? Klugheit. Magiekunde. Magiekunde kannst du mal würfeln, ja. Ja, lass den Gildenmagier auf Magiekunde. Ja. Erschwert unten. So. Oh. Aha. Sehr gut. Nur 2 13 diesmal. Ja, also du hast, wenn das eine Schrift ist, hast du sie noch niemals gesehen. Mhm. Das ist aber, sind auch keine magischen Zeichen oder sowas. Zumindest keine, die du kennst. Aber die sind halt, du hast dich ja in Lovang bestimmt auch mit elfischer Magie mal befasst, ne? Sehr viel sogar, ja. Ja, gerade auch durch deine Vorfahren. Ne? Ja. Und du erkennst einen Teil von diesen Strichen, wenn man das, also wenn das jemand Ungebildetes hätte, irgendwie schnell hingezeichnet, dann könnten das Noten sein. Mhm. Allerdings keine ausgeschriebenen, sondern halt nur die Notenhälse. Ja, in dem Moment, in dem mir dieser Geistesblitz kommt, fällt mir alles aus dem Gesicht. Und ich werde kreidebleich. Da war irgendwas mit, man kann das Monster mit singen. So. Ich habe das Lied doch nicht gesungen. Ich kann damit nichts anfangen. Was ist? Das ist das, was wir sehen. Ilva hat vollkommen recht. Das ist die Melodie. Ich kann deine Melodie erkennen. Woher kennst du deine Melodie? Naja. Höhen, Längen, Verbindung. Ja. No. Was? Also, dreht so den Kopf so um den Türraum wieder rum. Benutzt auch so 3 Istira-Worte, um das zu beschreiben. Ja. Ah, Lothian nickt. Der kann ja auch Istira. Müssen wir das jetzt irgendwie aufbewahren? Musst du hier jetzt noch das abschreiben oder müssen wir das kaputt machen?
Also müssen wir dafür sorgen, dass wir das haben, aber sonst niemand oder kaputt für alle? Und wenn ja, wie? Das ist Wissen, das vernichtet werden sollte. Das heißt, wir müssen diese Wand einreißen. Richtig? Sieht ganz danach aus, aber ist das die tragende Wand? Das ist die nächste Frage. Wir sind hier unter der Erde und ehrlich gesagt möchte ich hier nicht einfach alles irgendwelche Wände einreißen. Sonst passiert nämlich genau das. Ich deute auf die eingestürzte Wand und dann sitzen wir hier unten fest. Oder sind tot. Genau. Jemand zufällig firm in Elementarmagie? Also, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, nein. Ja, nur eine Frage. Ist mir gerade entfallen, wie das geht. Ist mir gerade entfallen. In diesem Augenblick, wo er da steht und nochmal die Wand anstarrt und jetzt auch vor Ikaius und Ilvas Auge, so, ich weiß nicht, Ilva vielleicht nicht, ich weiß nicht, die kennt wahrscheinlich keine richtigen Noten. Nie gesehen. Hallo, warum auch? Vor Ikaius Augen entstehenden, ah ja, Noten, klar. Geht so ein Ruck durch das ganze Gebäude. So ein, und es gibt so ein dumpfes Geräusch, so Bumm. So, als ob die Wande so ein bisschen erzittert. Ich befürchte, unsere Freunde sind gerade angekommen. Dann sollten wir das jetzt auf der Stelle entweder zerstören oder wirf nochmal einen schnellen Blick zu Grosswin. Kannst du es verändern? Ich nehme mal meinen Dolch raus und versuche da drin rumzuritzen. Die Melodie zu verändern. Mache ich sofort. Also versuche ich zumindest sofort. Klappt das? Ja klar, du kannst da ritzen, reinritzen, wie du lustig bist. Ja, kriege ich das auch so hin, dass man denkt, das gehört dazu? Ja, die Ritzereien da in dem Stein sind halt alt. Das sieht man. Wenn du jetzt neue dazu machst, das sieht, also dann muss das muss schon ein ziemlicher Trottel sein, wenn das nicht sieht. Guck mal, Linien. Ja, dann. Ja, also ich gebe mein Allerbestes. Ich versuche da was kaputt zu machen, das unleserlich wird. Ich versuche Neues da reinzuritzen. Chakra-Gase sind doof und so in allen Möglichen. Goswin war hier und also ich versuche. Eure Göttin lässt jeden ran. So. mein allerbestes versuche ich, um diese Melodie irgendwie so zu zerkratzen, dass man es überhaupt nicht mehr hinkriegt, das vernünftig zu erkennen. Ich helfe mit kaputt machen, das finde ich gut. Liegt da vielleicht noch irgendwo in dem ganzen Brödel da irgendwie Name und Meißel oder so rum, was ein bisschen geeigneter ist, um das kaputt zu kriegen, als was? Zwei Steine nehmen. Ja, zwei Steine kannst du nehmen, ja. Ja, dann kloppe ich da mit Steinen irgendwie drauf herum. Luthier beobachtet mal den Gang, ob sich da jemand bewegt und würde sich schon mal in Position begeben, im Zweifelsfall zu schießen. In dem Moment geht noch eine zweite Welle von diesem Ruck durch das Gebäude. So. Ja, sie klopfen an, wie schön. Was ist das? Warum bebt das Haus? Warum fällt mir jetzt so ein riesiger Kerl mit einer Hummerschere ein? Könntet ihr euch ein bisschen beeilen? Ich finde es gerade nicht mehr so gemütlich wie vorher. Was meinst du, was wir hier tun? Keine Ahnung, ich guck nicht hin. Wieder. Das ist ja die ganze Zeit wieder so ein Gang. Ich würde den Raum verlassen und meinen schnellen Blick in die beiden anderen Räume werfen wollen. Und aus dem Brunnen hört man jetzt ein anderes Geräusch, irgendwie als wenn so ein Luftzug kommt, ne? In einem Flaschenhals, so ein Pfeifen. Rums.
nicht gut. Verdammt. Ich gehe jetzt gucken, ob die oben vor der Luke sind. Weil, wenn ja, dann haben wir ein Problem. Hier kommen wir nämlich nicht mehr raus. Das heißt, ich würde mich an Lucio vorbeidrängen und mal zurück zur Treppe laufen. Ja, jetzt rennt die mir vor den Bogen. Keine Sorge, ich. Läufst dann Lot hier vorbei zur Treppe? Treppe ist noch da. Okay. Ich würde dann mal hoch und mal den Kopf aus der Luke stecken, vorsichtig. Ja, eine Fackel, ne? Nee, wir haben. Silber hat eine und ich habe eine. Okay, gut. Dann, ja. Lot hier hat auch eine. Ja, Lot hier hat aber gerade den Bogen gespannt. Richtig. Steckt so. Sitzt Liska noch vor der Luke? Ja, hat den Schwanz eingezogen. Und dann ist sie weg. Scheiße. Okay, ich würde mal vorsichtig aus der Luke rausgucken. Und das also wenn du nach draußen trittst, dann hörst du irgendwie draußen auch so ein Windgeheul und irgendwie so im Wind nimmst du eine Melodie wahr. Irgendwie sowas, das ist total irgendwie, als ob einer irgendwie auf der Geige wahllos Töne irgendwie spielt. Scheiße. Kann ich irgendwo rausgucken aus dem Haus? Ich meine, wir haben ja eine eingestürzte Wand. Das ist halt eine Ruine. Kannst überall rausgucken, wenn du magst. Kann ich feststellen, wo die Melodie herkommt? Ja, der Wind trägt die gerade halt zu dir irgendwie an. So hast du das Gefühl. Ich guck Richtung See. Liegt ruhig und groß und breit vor dir. Du siehst die kleine Insel vorgelagert mit dem Totem drauf, an dem Goswin angeschlagen hat, um zu gewinnen. Aber das Haus bebt, ja? Das Haus bebt, ja. Scheiße, ich renn wieder runter. Jetzt ist mir egal, die hören mich und wenn ich in Rufreichweite komme, dann rufe ich, da draußen singt jemand ein Lied und es ist vollkommen, also da draußen wird etwas gesungen. Ich glaube, also wir müssen hier weg. Ja, hört ich werde dich halt auf Lucio zurennen. Aus dem Brunnen wieder dieses. Wie viel seid ihr? Und dann hört man so ein Knacken, so. Lass das Lied! Es ist zu spät! Es ist zu spät! Und weg. Wie sie das immer episch hinbekommt. Ja. Kann es eigentlich sein, dass wir jetzt zum zweiten Mal auf den gleichen bescheuerten Trick mit dem und mit der Unsichtbarkeit reingefallen sind? Weiß ich nicht. Ich habe gerade die Vermutung, dass dieses Plöng da unten nur gefrorenes Wasser ist. Und dass es da einen Zugang nach draußen zum See gibt. Knack, knack. Ja, ich schlitter um die Ecke in den Raum rein. Wir müssen hier weg! Jetzt sofort! Wie zerstört ist das Notengebilde? Ja, du hast gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ilva auch, ja, genau. Ilva auch. Okay. Ich glaube nicht, dass das da unten Erde ist. Ich glaube, das ist Eis. Und das Eis bricht langsam. Hört mir zu, da draußen ist eine Melodie in der Luft. Ich kann keine Noten lesen, aber wir haben etwas von einem schrägen, einem furchtbaren Lied gehört. Und genau das ist das, was ich da draußen gerade höre. Irgendwer, entweder, ja, misshandelt ein Instrument oder irgendetwas wird da gerade draußen. Also, wir sollten hier dringend verschwinden, jetzt sofort. Ja. Bitte. Raus. Okay. Ja, wenn ihr zur Treppe lauft und irgendwie nach oben, wieder nach oben geht, hört ihr jetzt auch irgendwie, das ist jetzt inzwischen mehr als das, was Ikayo eben kurz säuseln im Wind wahrgenommen hat. Man hört es laut und deutlich. Eine fast schon in den Ohren wehtuende Melodie. So als würden irgendwie zwei Geigen gegeneinander
disharmonisch spielen. Und zwar von einem Kind, was gerade anfängt, die ersten Übungen auf der Geige zu machen. Einfach dieses Kratzen des Geigenbogens über den Saiten. Das Unkontrollierte, man erwartet einen Ton, aber es kommt keiner, sondern ein ganz anderer. Und so klingt das Ganze. Sie waren schon unten. Heißt, Sie wollen jetzt die Bäche aus dem See holen? Ich glaube, ja. Und dann, Wo kommt das her? Ich will es wissen. Es kommt aus Richtung vom See. Los, lasst uns da hinlaufen. Lasst uns hinterher. Was willst du tun? Wir müssen das beenden. Sofort! Nicht diskutieren, laufen! Goswin fängt an und läuft den Hügel hinunter. Ja, Lothi hinterdrein. Nichts hinterher. Inzwischen mischt sich eine hohe Frauenstimme in diesen disharmonischen Klanggemisch, was dem Ganzen eine Melodie gibt. Und dann mischt sich halt eine zweite Stimme dazu. Aber es ist so, als würden sie halt aus einem Mund singen. Und man hört Ja, Goswin kann Elfisch, glaube ich, ne? Lothir ja auch, ne? Ist die ja. Ja. Es klingt ein bisschen wie Elfisch. Allerdings irgendwie auch wieder nicht. Und das einzige Wort, was ihr verstehen könnt, ist Tungavik. Und irgendwas von Vielfach. Sie beschwören es. Tungavik. Ja, brennen. Und ihr rennt runter zum Ufer des Sees. Seht die Boote, die Goswin ja auch benutzt hat mit Nituk für das Wettrennen. Und seht die kleine Insel, die vorgelagert ist mit dem Totem. Seht irgendwie weit draußen, dass der See ja zugefroren ist draußen, nur an den Rändern halt nicht. Bis zu der Insel ungefähr ist das Wasser ja irgendwie frei zugänglich. Und dahinter fängt es an zuzufrieren. Und dann hört man irgendwo, der See ist ja riesig, irgendwo aus Richtung des Sees kommt diese Melodie her. Irgendwo? Ja, der See ist halt riesig, ne, und es ist halt, ihr könnt nichts erkennen, irgendwie. Es ist weit, räumlich. Also wenn man da jetzt an der Küste steht, ist der See so groß, du hast das Gefühl, du guckst auf ein Meer. Und du kannst halt das andere Ufer nicht sehen. Außerdem, die können ja Nebeltricks bestimmt und solche Geschichten. Ja, es ist eh auch der Schneesturm ist jetzt nicht mehr so hart, aber es ist halt Schneefall und so. Und so die Sichtweite ist nicht besonders weit, ja. Goswin? Du hast nicht zufällig zusätzlich von deinen Vorfahren die Gabe bekommen, genauso singen zu können, wie die das gerade tun? Man hört ein lautes, knackendes Geräusch inzwischen. Irgendetwas bricht in zwei Teile oder mehr. Ich schreie dagegen an. Ich schreie gegen diesen Gesang an, gegen diese Musik. Ja. Mit irgendwas. Ah! Ja, genau. Hier, wie heißt dieses Hockeyspiel noch? Iman? Iman, ja. Genau. Ja. Ja, mit ungefähr den ekligsten Iman-Sängen, die ich auf Lager habe. Lo, Wangen vor! Lo! Genau.
Brecht ihn die Haxen! Macht keine Faxen! Lohwangen vor! Kaius einfach nur wie erstarrt. Ihr Blick ist auf die Mitte des Sees gerichtet. Mhm. In den Schneesturm, während sie ganz angestrengt versucht, etwas zu erkennen. Wo ist denn Hilfe? Oh, Wangen vor, oh, Ifern, hilf. Und dann gibt es eine große Explosion, ein berstendes, riesiges Geräusch. Und dann nimmt ein riesiges Ungetüm euren Blick ein, das aus der Mitte des Sees emporsteigt. Man kann nur die Schemen erkennen in dem Schneesturm. Allerdings ist das Ding so gewaltig groß, dass es definitiv zu sehen ist und aus dem Eis hervorbricht. Meine Knie werden weich und ich setze mich in den Schnee, während ich die Hände vor den Mund geschlagen habe und mit angstgeweiteten Augen auf die Mitte des Sees starre. Das Ding bricht aus dem Eis hervor. Man sieht eine riesige Eisscholle aus der Mitte des Sees irgendwie die Insel treffen. Die Scholle ist genauso groß wie die Insel selbst. Sie war nicht groß, die Insel, aber sie zerschellt halt an dieser Insel. Das Totem wird total zerquetscht unter dieser dicken Eisscholle. Und dieses Ding erhebt sich in die Luft wie ein Schatten, das irgendwie sich vom Boden abdrückt. Ein unförmiges, riesiges, längliches Etwas gleitet kurz in der Luft umher und taucht dann wieder in den See ein. Es gibt ein riesiges platschendes Geräusch. Und eine große Flutwelle, die die restlichen gesplitterten Eisschollen halt vor sich her treibt. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Das Wasser wird über das Ufer spülen. Ja. Also ich habe ja sowieso schon mit Schreien aufgehört. Das Lied ist übrigens immer noch im Gange. Wir müssen das beenden. Wenn wir ihren Gesang irgendwie unterbrechen können, vielleicht greift die Kreatur dann an. Egal, sie haben sie nicht unter Kontrolle. Deswegen meine ich ja, dann greift die Kreatur sie vielleicht an. Ach so, ja. Gut, gute Idee. Sehr gut. In diesem Moment, wo er noch überlegt, ob er weglaufen sollte, erhebt sich diese große Welle irgendwie und kommt. Also die erste Welle ist halt schon sieht man schon. Und dahinter hebt sich jetzt dieses schwarze Ungetüm hinter dieser Welle halt aus dem Wasser und folgt dieser Flutwelle quasi, treibt noch mehr Wasser vor sich her und ist unglaublich schnell und kommt näher. Ich pack die beiden Jungs und fange an, den zu zerren und auch über. Wir müssen hier weg! Los, kommt schon! Auf den Berg! Mhm. Auf die Anhöhe. Fersengeld. Ja, ja. Ihr lauft die Klippe hoch, da wo Lothir und Ilva war ja auf der Insel, wo Lothir und Ikayo gestanden haben, als das Rennen war, um den unten die Geschehnisse zu beobachten bei dem Rennen. Aber das, was ihr da jetzt seht, die Insel, auf der das Totem stand, war ja irgendwie eben von dieser Scholle getroffen, wird jetzt wird zerschmettert durch das schwarze Ding, was er rauftrifft. In mehrere Teile gerissen, als würde jemand dieses Stück Land einfach aus dem See herausreißen. Und ihr seht dieses riesige Ding, was kein jeglicher Beschreibung spottet. Es hat viele Tentakel, es hat ein riesiges Maul, es hat kleine Flügel auf dem Rücken. Genau, ein kleiner Cthulhu ungefähr. Ja.
Das hat er erschaffen. Sag doch, Straußblumen wäre besser gewesen. Und das ist erreicht. Ist mir egal. Es erreicht bei der Geschwindigkeit jetzt, wo es, also es hat die Insel halt erreicht, also quasi aus dem See rausgerissen, die Insel. In einer seiner Riesenklauen hat es groß genug, um die ganze Insel zu umschließen. Gut, sie war nicht ja, groß, die Insel, aber, ne? Ja. Ich reiß mich von dem Anblick los und sprinte runter ins Dorf. Ja. Das ist nichts, was die übersehen haben können, und die müssen da jetzt weg. Sofort. Ja. Ich renne den Berg hinunter in das Dorf hinein. Und rennt mit. Schreie mir die Seele aus dem Leib, dass sie jetzt hier dringend weg müssen, und alle Leute, die auf der Straße sind und vielleicht den Schatten gesehen haben oder auch den Gesang oder so, wenn ich Kinder begegne, dann schnappe ich mir die, klemme die mir unter den Arm und laufe einfach weiter. Mhm. Lauft! Da schlagen inzwischen auch Alarmglocken, was noch dieser Disharmonie, die immer noch im Wind hängt, immer sich noch mehr merkwürdiger anklingt jetzt. Leute schreien durcheinander, laufen in verschiedene Richtungen, wissen nicht genau, mit sich anzufangen. Einige verbarrikadieren sich in ihren Häusern, andere laufen durch die Straßen, treffen auf ihre eigenen Barrikaden. Ja, wenn ich an so eine Barrikade komme, dann würde ich die, soweit es geht, einreißen. Irgendwie muss da eine Schneise rein. Die Leute müssen hier raus, die müssen raus auf die Ebene und Richtung Gebirge. Ja. Wie folgen dir? Los, 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 los! Ja, ich laufe auch quasi vorne weg und würde halt denen den Weg zeigen. Los, hier lang! Wir müssen auf die Ebene, wir müssen Richtung Gebirge! Folgt mir, nicht stehen bleiben, nicht umdrehen! Ja, laufen. Dreht sich einer von euch denn um? Ja. Ja. Wie bei Lots Frau. Dreh dich nicht um. Oh, egal, das ist zu furchtbar. Ja, das mit der Salzsäule ist schon alter Hut. Das ist voll nicht mehr up to date. Dann seht ihr diese horrorhafte Fratze, wie sie sich halt über die Klippen gerade, wie sie sich quasi da hochzieht, wo ihr eben noch gestanden habt. Und dann die erste und die zweite Klaue, die quasi den großen, wuchtigen Leib nach oben ziehen. Und ihr lauft. Und hört schnell hinter euch das Bersten von Holz und Stein. Dafür habe ich keine Pfeile. Nein. Wie winzig der Bogen auch aussieht im Vergleich. Ja. Ich sorge dafür, dass ich halt so die Leute so ein bisschen vor mir hertreibe. Mhm. Die stolpern, dass ich die irgendwie packe und mitschleife. Dass ich, wenn Kinder zurückbleiben, die hochnehme und die zur Not irgendwem Rennenden in die Hand drücke. Also ja, ich versuche so viele wie möglich irgendwie zusammen, oder dass zu viel, dass irgendwie zu viele fallen oder zurückbleiben. Los, 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 Alterchen! Also ihr lauft in den tiefen Schnee rein, dieser Tiefschnee verlangsamt euer Vorkommen. Ihr versucht in der Schneise zu laufen, die Leute, die in die Berge geflohen sind, hinterlassen haben, um schneller voranzukommen. Und trotzdem seid ihr nicht so schnell, wie ihr gerne sein wollt. Schaut euch nochmal um und seht halt, wie das Ding über das Dorf herfällt. Ihr seht Häuserdächer durch die Luft fliegen. Seht, wie es quasi das ganze Dorf vernichtet. Lothier kann Überreste seines Schreins sehen, wie sie durch die Luft fliegen. Und was er auf jeden Fall jetzt auch sehen könnte, ist eine Gruppe von 5, 6 Gestalten, die sich aus einem Nebel heraus manifestieren und vor dem Ungeheuer am Rande des Dorfes stehen und es anschauen. Schwarze, androgyne, große Gestalten.
Ja, das Ding tobt sich in dem Dorf aus. Während ihr lauft. So, Lothir kullern die ganze Zeit Tränen die Augen runter. Also mit zusammengebissenen Zähnen. Deine Heimat, die gerade zerstört wird. Ja. Und mit zusammengebissenen Zähnen. Ich hoffe, der Schrein hat dem Ding zumindest ein paar Zahnbäpfe gekostet. Ja, Ikayo steht unter Schock. Die funktioniert gerade nur noch. Das ist das, was ihr Vater ihr beigebracht hat, überleben. Mhm. Genau das tut sie im Moment. Sie denkt nichts Unnötiges, sie handelt. Sie reagiert reflexhaft auf alles, was um sie herum irgendwie passiert. Sie hat keine Kapazität, nur mal an irgendetwas anderes zu denken, als ans Laufen und Leute vorher sich hertreiben und irgendwie weg von diesem Ding, weg von den Chakraga, weg von. Ja, sie denkt noch nicht mal das Wort Heimat in dem Moment. Das kann sie sich im Moment nicht leisten. Das geht nicht. Ja. Dann lauft ihr. Das Ding wird euch nicht folgen. Es wird in dem Dorf bleiben und Zerstörung anrichten. Und irgendwann verklingt in euren Ohren auch die Disharmonie. Und ihr blickt euch um und könnt halt am Horizont das Dorf noch erkennen. Also zumindest die Überreste, sieht irgendwie einen schwarzen Schatten, der über diesem Dorf hängt. Genaue Umrisse könnt ihr nicht mehr erkennen. Ihr wisst aber instinktiv ja, ihr habt ja gesehen, was dort passiert. Aber es verfolgt euch anscheinend kein Wesen. Allerdings ist die Gewissheit klar, die Chakraga haben jetzt einen mächtigen Verbündeten. Als wären die vorher so easy peasy gewesen. Ja, genau. Ja, wenn die Leute dann langsam auf dem Pass sind in Richtung Gebirge und wir merken, dass uns das Monster nicht folgt, dann wird die Kaiju immer langsamer. Und irgendwann lässt sie die anderen halt einfach nur vorrennen und bleibt auf so einer Hügelkuppe stehen, auf so einer Anhöhe, wo man das Dorf gerade noch so sieht und starrt auf das, was mal ihre Heimat gewesen war, hinunter. Vollkommen fassungslos. Ja, du siehst diesen schwarzen Schatten noch, der irgendwie in den Grenzen des Dorfes immer noch wütet. Quasi das Dorf bis auf die Grundmauer niedertrampelt. Ja, und dann hört man einen hohen, wimmernden Schmerzenslaut von ihr und sie bricht im Schnee einfach zusammen und fängt an zu zittern und rennen und kann einfach nicht mehr. Also Lothir würde dann, ist denn jemand verletzt von den Dorfbewohnern, die da jetzt noch mitgerannt sind? Ja, kleinere Verletzungen irgendwie, aber nichts Schlimmes. Wenn du so durchzählst, du hast so grob im Kopf irgendwie, wie viele Leute da geblieben sind, das sind nicht alle. Ilva? Ja? Passt du mal einen ganz klaren Moment auf die Leute auf? Sicher. Ja, Lute stopft dann ein ganzes Stück weg, quasi so ein bisschen auf Höhe von Ikayo, wo das Dorf aussehen kann oder was davon übrig geblieben ist. Ja, man sieht, wie gesagt, das Wesen wüten. Am Rande des Dorfes siehst du die fünf Gestalten, die da stehen.
Lass uns diese Leute ausschalten. Ernsthaft. Irgendwas müssen wir doch tun. Ja. Wir können das doch nicht einfach hinnehmen. Können wir nicht, aber können wir zu denen hinkommen, ohne dass das Ding uns frisst? Goswin, das passt hier keinem von uns, aber man muss es akzeptieren, wenn der Gegner offensichtlich viel stärker ist als wir, dann lohnt es nicht, in den Kampf zu ziehen. Niemand hat was davon. Nein, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Niemand hat was davon, wenn wir alle draufgehen. Wir haben größere Chancen, wenn wir uns einen Plan zurechtlegen, wenn wir wissen, gegen was wir antreten und wie wir es besiegen können. Wie sollen wir das denn besiegen? Wir sind doch noch nicht mal in der Lage, die Chakragan zu stoppen. Ach so, überall, wo wir auftauchen, werden wir vernichtet. Glündhafen dem Erdboden gleich gemacht, Fries auf dem Erdboden gleich gemacht, Frikorn ist hat Kappe. Widerstanden. Ja, aber wie? Weil die Chakragar sich zurückgezogen haben, weil sie das hatten, was sie brauchen. Und weil es ein göttliches Preioswunder gab. Und du glaubst, es ist für alle besser, wenn wir jetzt hier auch noch sterben und dann alle anderen sehen können, wie sie klarkommen, weil wir auch nicht mehr da sind. Und obwohl wir schon mehr über die Leuchtendinger wissen und die vielleicht was tun können. Lothir stößt ein lautes Brüllen aus, quasi ein Bärenbrüllen, als er einfach die Arme hochreißt und da einfach eine Mischung aus totaler Verzweiflung, allerdings auch unverkennbar auflodernder Wut da drin ist, also richtig, wie man einen Bären im Winterschlaf aufweckt. Dann steht er auf, nimmt das Waldmesser, was er hat, hält das hoch gen Himmel und sticht sich dann damit in die Hand, wirft ein paar Blutstropfen in den Schnee Ifern. Hier wurde eine Grenze überschritten. Ich habe es immer mit dem Guten und der Diplomatie versucht. Aber ich glaube, dieses eine Mal brauche ich auch die Hilfe deines Vaters. Ich werde nicht eher ruhen, bis der Norden gerecht ist, bis jedes einzelne Kind, jedes einzelne Tier gerecht ist, was von diesen widerwärtigen Kreaturen niedergestampft worden ist. Und sei es, wenn es Firons Wille ist, dass ich selbst die wilde Jagd rufen muss, um das zu tun. Höre mich, eisiger Vater. Ich brauche die Kraft zu jagen und diese widerwärtigen Kreaturen zu hetzen, sie zur Strecke zu bringen. So wie einst der heilige Jarlak, so wie es die Himmelswölfe tun. Genug ist genug. Ich werde nicht eher ruhen, nicht und keine weitere Träne vergießen, bis das vollbracht ist. Und wenn wir uns einer ganzen Armee stellen müssen, es reicht. Das schwöre ich bei meinem Blut. Der Schneesturm um dich herum, der ja nicht sonderlich stark war, intensiviert sich.
Ihr anderen, die ihr da steht und Lot hier in sein Geschrei hört, wie er dem eisigen Vater Firun seine Racheschwüre gegenüber schreit. Ihr könnt merken, wie der eisige Wind gegen eure Haut trifft. Wie die Schneeflocken von Flocken zu harten Eiskristallen werden in der Luft. Es tut weh, wie sie euch treffen. Ihr müsst schnell Schutz finden. Zieht euch die Kapuze tiefer ins Gesicht. Lothir steht ungeschützt, wie sonst immer noch da, trotz dem Wind und den Hagelkörnern, die auf ihn einprasseln. Schnell sieht man Risse in seinen blutige Striemen auf seiner Haut. Und dann ist der Hagelschauer und der Schnee und der Sturm so stark, dass ihr nur noch Umrisse von Lothir wahrnehmen könnt. Lothir brüllt die Namen der wilden Jagd in den Sturm. Eisegrain, Gorfang, Rajok, Ehöl, Lil, Leal, Augriff, Aikul, Arjuk. Ja, ihr könnt nicht genau hinschauen. Das tut weh, Lothir zu beobachten. Die Umrisse, die Lothir eben noch dargestellt haben, er war nur 2-3 Armlängen von euch entfernt. Ihr hört nur das Heulen des Windes, in der Ferne noch diese leise Disharmonie des Liedes. Und dann schubst euch von hinten, der Wind dreht auf einmal und schubst euch von hinten an, dass ihr in Richtung Lothir gedrückt werdet quasi. Dieser Windstoß ist so stark, wie ihr noch nie einen Windstoß wahrgenommen habt. Und es ist so, als würde dieser Windstoß in die Richtung zeigen, in die Lothir deutet mit seinem Messer. Und er ruft diese Namen in den Wind. Und von weiter Ferne aus hört ihr Hufschlagen. Und dann wird der Schmerz in euren Rücken so stark, dass ihr instinktiv in den Schnee schmeißt. Und hört Lothir weiterrufen. Immer wieder wiederholt er die Namen. Und es wird laut. Und ihr hört Getöse. Und ihr hört Explosionen, könnte man es nennen. Und es ist kalt. Also besonders Goswin ist kalt. Goswin hat vielleicht sogar kurzzeitig Angst, er zu erfrieren. So kalt wird ihm. Ilva hat noch nie so eine Kälte gespürt. Und wenn sie es nicht selber wüsste, könnte es die Kälte aus den Niederhöllen sein, die sie gerade überkommt. Ebenso Ikaju. Und doch ist es eine Kälte, die reinigend wirkt. Nicht, es ist keine niederhöllische Kälte. Nur so, wie man sich das vielleicht vorstellt, so kalt. Und dann irgendwann nimmt der Wind ab. Und ihr hört ein raunendes, mit dem letzten Windstoß, ein raunendes, tiefes Gebrüll von Lothir, der sich zu euch umdreht. Und Lothir ist inzwischen wieder zu erkennen, als Lothir er hat den Mantel abgeworfen, steht mit blanker Brust vor euch, von Striemen der Hagelkörner gezeichnet, im ganzen Gesicht, auf dem Oberkörper, auf den Armen. Erfrierungen kann man sehen, was man sonst nie bei Lothir gesehen hat. An der Haut, wenn nicht für Blut irgendwie von den Striemen zu sehen ist, sieht man schwarze, erfrorene Stellen an den einzelnen Extremitäten, an den Fingern. Und er schreit euch entgegen einmal und fällt dann in den Schnee. Ja, dann laufe ich zu ihm hin und krall seinen Mantel und wickel ihn da erstmal wieder drinnen ein. Anziehen müssen wir gleich, aber erstmal irgendwie
ein bisschen wieder aufwärmen oder was? Und ist er bewusstlos oder ist er jetzt nur so ein bisschen weggetreten? Er ist nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar, okay. Er atmet. Am Boden, irgendwo liegt der Bogen, der Speer, der Dolch. Weit weg. Nehmt ihr seine Sachen, ich trage ihn. Wir müssen in den Schutz der Höhle zurück. Ilva blickt runter in das Tal, wo man das Dorf noch sehen konnte, und du siehst diese schwarzen Umrisse der Gestalt nicht mehr. Und so hat die Kaiju Lothi auch noch nie erlebt. Ja, also Ikayu ist leichenblass, die sieht aus wie eine lebende Tote. Also das Einzige, was noch wirklich ein bisschen Farbe hat, sind halt die roten Augen vom Bein von vorher. Und hier steht der Schock ins Gesicht geschrieben, während sie halt neben Lothir kniet und ihn fassungslos ansieht. Und was hast du getan? Das kann er dir im Moment eh nicht erklären. Wir müssen wirklich zurück. Lothir ist nicht ansprechbar. Ist weggetreten. Ich weiß, das sagt sie auch mehr zu sich selbst. Ja. Du kannst doch nicht den eisigen Wintergott herausfordern. Oh, verflucht, Lothir. Lothir, du hast Entrückung 5, das sollte klar sein, ne? Er hat es getan. Und der Herr des Eises hat geantwortet. Ihr habt es alle gehört. Wir sollten ihn zurück in die Höhle bringen und beten. Tja, und bei den Fjallingern ist das ja Frunu, also Firun der Hauptgott, also es ist... Jetzt das ist schon geil, was du gemacht hast, aber ich bin ja der Pragmatiker. Entschuldigung, du bist jetzt geil. Ich bin auch noch Schamane ehrenhalber. Erfrierungen und sonst irgendwas. Du musst in die Höhle zurück. Ilva, bring ihn bitte in die Höhle. Ich sammle den Rest seiner Sachen ein. Hallo, ich warte hier nur auf euch, die ihr hier erstmal zusammenbrechen müsst. Das werden wir gleich im Rahmen der Höhle machen. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Ja, bis jetzt zu den Höhlen kommt, das dauert noch. Ne? Wie gesagt, das ist ja nur ein halber Tag Reise. Bis ihr dahin kommen könnt. Gut. Aber wie viel Licht haben wir noch? Es ist Tag, also Licht habt ihr. Okay. Ich würde Lothir gerne untersuchen. Der Schneesturm ist auch abgeebbt. Also es ist so, als ob kein Lüftchen weht. Hm. Kein Schnee fällt. Und es wirkt auch ein bisschen so, als ob der Schnee, auf dem ihr lauft, nicht mehr so nicht mehr dieses Knirschen von sich gibt, dieses schöne Knirschen, sondern irgendwie so wie so eine Erinnerung des Knirschens von Schnee wäre. Also irgendetwas hat wohl den Sturm weggefegt und auf den Schnee, auf dem ihr geht, irgendwie pappig. Also kennt ihr dieses Gefühl, wenn man durch so matschigen Schnee geht und diesen so alten Schnee hat, der so ausgezehrt ist, nicht, womit dem man auch keine Schneeballschlacht oder sowas mal machen kann. So ist es ungefähr. Ich würde Lothir, wie gesagt, gerne mal untersuchen. Ich will wissen, wie schlimm es um ihn steht und ob er die halbes Tagesreise zur Höhle durchsteht. Also er blutet halt aus diesen Wunden, die Hagelkörner ihm gezogen haben. Also es ist halt, als hätte er sich selber ausgepeitscht, so ähnlich sieht es aus. Mhm. Von daher ist er da schwer mitgenommen. Ansonsten ist er halt einfach nicht ansprechbar. Wenn du ihn irgendwie ansprichst, irgendwie die Augen guckst, er bewegt halt seine Augen die ganze Zeit irgendwie so nach oben. Er atmet aber noch ziemlich stabil. Und dann hat er halt die Erfrierungen an den Fingern halt. Und ist vermutlich generell ziemlich kalt. Sehr kalt, ja. Also so kalt hast du Lothir noch nie erlebt. Im Gegenteil, ja sonst. Ja. Dann los. Wir müssen gucken, dass wir ihn zumindest so nah wie möglich an die Höhle bekommen. Wenn wir es nicht schaffen, werde ich uns ein Iglu bauen. Und wir müssen ihn irgendwie warm bekommen. Ja, ist kein Problem, Lothir hier zu der Höhle zu bekommen.
Ihr erreicht sie und man kümmert sich auch um euch. Legt Lothia vielleicht in das warme Zelt, was ihr jetzt ja habt, Ikayo Goswin. Ja. Da würde ich mich dann auch um seine Wunden kümmern wollen. Ja, mach mal eine heilkunde Wundenprobe. Ich möchte ein Chip einsetzen für die 20. Mhm. Ja, dann habe ich das geschafft. Mhm. Und habe... Moment. Das sind wie viele Qualitätsstufen? Also ich ziehe dir, Lothia, auch mal irgendwie 2/3 deiner Lebenspunkte ab. Dann habe ich 3 Qualitätsstufen. Ja. Und deine Kamalpunkte sind natürlich auch alle weg. Das heißt, ich mache Wasser warm. Ich werde die Wunden auswaschen. Ich werde sie verbinden. Die schwersten werde ich sogar nähen. Ich werde so eine Mischung aus Schneekur und warmen Umschlägen machen. Halt aus abgekochtem Wasser, um halt die Erfrierung zu behandeln und die schlimmsten Schwellungen zu kühlen. Und ansonsten packe ich Liska auf Dauer neben ihm, die ihn halt mit Körperwärme wieder... Schleckert ihm so im Gesicht herum. Genau, die mit Körperwärme wieder auftauen lassen soll und packe den in so ziemlich jedes Fell, das ich finden kann. Und arbeite einfach sehr still und stoisch in diesem Iglu-Zelt vor mich hin. Mhm. Werd ihm Tee einflößen, heißen Tee, gegen die Kälte von innen. Und wenn ich soweit alles getan habe, dass der quasi nur noch auftauen kann, also alles, was in meiner Macht stehende ist, und ich, dass er nur noch auftauen kann, dann würde ich, keine Ahnung, seid ihr im Zelt? Wenn nicht, hole ich euch jetzt rein ins Zelt. Also ich bin die ganze Zeit dabei. Während du dich praktisch um ihn kümmerst, sammle ich diverse Devotionalien. Lothis Bogen zum Beispiel, mhm, oder sein Mantel. Ich habe selber wahrscheinlich auch, also das Himmelslicht auf jeden Fall, ich habe selber wahrscheinlich auch noch ein kleines, also mein Notizbuch dabei. Ist zwar jetzt kein Buch der Schlange, aber soll jetzt mal reichen. So alles Mögliche. Ich werde dich auch fragen, Ikayo, ob es irgendwelche bestimmten Gegenstände gibt, die bei euch als Symbole für die Himmelswölfe zählen, oder? Es gibt den Speer von Lothir zum Beispiel. Ja, genau. Also ich lege meinen Bernsteinspeer daneben, Lothirs Speer. Ich lege das alles so drumherum. Und wenn ich das dann so aufgebaut habe, dann setze ich mich Lothir zum Kopf, leg seinen Kopf in meinen Schoß, knie so, und ich werde erst ganz still. Lass das geschehen, was die Kayo da drumherum macht. Und wenn es dann so ein bisschen ruhiger wird, dann kriegt man vielleicht mit, wie ich leise so. Und ja, ich summe einfach weiter. Ich summe eine Melodie, das ist so ein bisschen, hört sich das nach Minnegesang an. Es ist ein Loblied, das ich aus dem Hesinde-Tempel aus Lovang kenne. Behalte die 12, da neigten sie und hörten mein Schrei
und zogen mich aus der aus dem schmutzigen Schlaf und stellten mein Haus auf den Feld und gaben mir ein mein Mund war voll Liebes. Alle werden den Zwölfen vertrauen. Sehr schön. Auch wenn man es kaum verstehen konnte, weil Discord die Sprachaktivierung bei dir, glaube ich, vermurkst. Aber schade. Ja, das bisschen, was man hören konnte, war schön. Ja, so verbringt ihr den Rest des Tages. Und Lothir bekommt eine Regenerationsphase. Für ein Ikayu sorgt für einen Bonus von 1. Mit ihrer Heilkunst. Und am nächsten Morgen, noch bevor alle anderen erwachen, kommt Lothir zu sich. Bin ich mir bewusst, was alles passiert ist? Du weißt, was du getan hast, aber nicht, was danach passiert ist. Und du weißt auch nicht, wie du hier hingekommen bist. Okay. Du siehst halt das Zelt. Oh. Du hast halt irgendwie die Schmerzen am Körper, klar. Die Erfrierung an den Händen. Ah. Das ist neu. Oh. Die Narbe ist noch da. Ja, du hast einige frisch zugenähte Wunden. Wenn du so an der Runde darunter blickst. Du hörst das laute Schnarchen vielleicht von Ikaios Hund, von Niska. Dann die tiefen Atemgeräusche deiner Gefährten, die mit im Zelt schlafen. Aber ich weiß, wann setzt denn meine Erinnerung aus? Du weißt noch, wie du den Namen der wilden Jagd geschrien hast. Danach weißt du nichts mehr. Okay. Erfrierung. Oh. Das ist irgendwie ironisch, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Hey, Liska. Liska schreckt hoch. Und springt dich dann irgendwie an und steckert dir das Gesicht. Au, au, au! Ja, das ist dann laut, dadurch könnten ja aufwachen, wenn ihr dann hier im Zelt seid. Ich schrecke hoch. Was ist denn? Was war's? Ich greife zu meiner Waffe. Oh, Liska, au, au, au. Lässt von dir ab und macht so. Oh, du trampelst ja die Wunden wieder auf. Oh. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man mich einfach abschlecken kann. Ich versuche Liska mal so ein bisschen, wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt, ne? Die Liska und ich. Ich versuche die mal so ein bisschen wegzuziehen und sage, Liska, das ist lieb gemeint und so, aber das kann der gerade nicht. Und streiche Liska über den Kopf. Oh, ei, ei, ei. Oh. Das Au, Au, wenn Kai wahrscheinlich auch wach. Die hat tiefe Ringe unter den Augen. Hab ich mit den Igelios gesoffen? Also
eine Stufe Entrückung nehme ich dir wieder weg durch die Nacht, aber hey! Vier hast du immer noch. Ne? Also, bist auch nicht mehr ein bisschen durch den Wind bist du immer noch. Dadurch, dass ich jetzt auf einmal blaue Augen habe. So eisblau. Du bist nur, dein Körper ist nur ziemlich geschunden. Ach ja. Ja. Mir ist wohl irgendwas entgangen. Irgendwas? Irgendwas? Willst du mich verarschen, Lothier? Schaut dich tatsächlich sehr verwirrt an. Der Ikayu treten die Tränen in die Augen und die laufen jetzt wieder über ihre Wangen. Weißt du, was du getan hast? Ja. Weißt du, was du getan hast? Du hast den Herrn des Winters höchstpersönlich herausgefordert. Du hast die wilde Jagd darauf beschworen. Guck dich mal seine Erfrierung an. Ja, das passt dann wohl irgendwie. Du hast dich gegen Ifern entschieden und dich Firun zugewandt. Und er hat dir geantwortet. Lothier, wir sind alle wütend. Wir sind alle verletzt. Es ist nicht nur deine Heimat, die da draußen zerstört wurde von diesem Monster. Und ich weiß nicht, was es ist. Was von diesem ganzen Zeug, was durch deinen Kopf geht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du denkst, dass du keine Familie hast. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du denkst, dass du unbedingt alles für jeden aufgeben musst. Ich weiß nicht, was es ist. Aber das war zu viel. Das ist keine Aufgabe, die du alleine trägst. Deine Aufgabe allein ist es nicht, dieses Dorf zu beschützen. Deine Aufgabe allein ist es nicht, den Norden zu rächen. Es reicht. Und ich werde nicht zulassen, dass du dein Leben wegwirfst, weil du glaubst, die Welt, der Last der Welt liegt auf deinen Schultern. Es ist nicht deine alleinige Aufgabe, uns zu retten. Also, tu das nie wieder. Als Mitglied deiner Familie beschwöre ich dich. Tu mir das nie wieder an. Was ist passiert? Ich weiß nur noch, dass ich den Namen der wilden Jagd gerufen habe und dass es kalt wurde. Mehr weiß ich nicht. Der, den du gerufen hast, hat geantwortet. Firun? Hm. Was hat er gesagt? Einmal. Und dass er dich als Gegenleistung dafür nicht mitgenommen hat. Das ist ein verdammtes Wunder aller Himmelswölfe und Iffern zusammen.
Aber das warst du. Du warst bereit. Oh, Mick. Die Götter dulden es nicht, dass ein Geweihter angebrüllt wird. Anscheinend, ja. Jedem Gildenmagier, der mit mir über den Sinn und Unsinn von Gebet diskutieren möchte, werde ich jetzt diese Geschichte jedes Mal. Ich würde jetzt gerne was sagen, ich möchte aber noch gerne warten, bis das Fehler wieder da ist. Ja. Kannst du jetzt mal langen Goswin antworten. Es ist... Mir war schon bewusst, was ich da tue. Aha. Bewusst. Wie kann einem sowas bewusst sein? Also, damit kann doch niemand rechnen, im Ernst. Fruno greift ein in das Weltgeschehen? Und du liegst halbnackt im Schnee. Und alle wollen dich erstmal anschreien und keiner denkt dran, dich zuzudecken. Und dann will Goswin alleine gegen das Möppi kämpfen da. Also, was ist denn hier los, Leute, eigentlich mit euch? Es ist komplizierter. Ja. Der Norden war durch... Ich dachte selbst, dass die Shakar Granuligenten sind. Durch die Reise damals dieses Torwalers wurde uns im Norden zum ersten Mal auch vor Augen geführt, dass diese Sagen vielleicht einen wahren Kern haben. Mit dem Turm, an dem die Welt aufgehängt ist. Die Gefahr oder die Berichte von einzelnen Firnelfen oder Fjarlingern, dass dort in den tiefsten Weiten des Nordens immer wieder Menschen verschwinden. Und das nicht durch einen Schneesturm oder durch Unachtsamkeit, dass da mehr dran ist. Und dann kam die Invasion und die Eishexe. Und ein Firun-Heiligtum nach dem anderen wurde zerstört. Selbst das Heiligtum in Bjaldorn wurde, gerettet, entrückt. Der weiße Mann ist verschwunden. Ich weiß nicht, welchen Kampf Firun ausfechtet, ob sein Gegenspieler immer stärker wird. Ich spürte das. Ich spürte es damals, als in meinen ersten Streifzügen gegen die Hexe, dass Ifans Macht zunahm. Vielleicht hatte der Norden auch zu viel Kälte und Härte gesehen, dass es etwas anderes brauchte, dass der Norden Mitgefühl brauchte. Und die Zeit war dafür richtig. Und als du, Goswin, trotz allem gegen die kämpfen wolltest und ich mir bewusst wurde, was das bedeutet und auch diese Kreatur, dass sie einfach dort im See haust, heraufbeschworen werden kann und scheinbar so. Wer weiß denn, was noch für Gefahren hier verborgen liegen? Und wenn es wirklich eine solche Armee gibt von diesen Shakagra, ist doch das, was Ilva irgendwo gesagt hat. Wir haben so
vielleicht nicht die Kraft, sie aufzuhalten. Nur wir. Selbst wenn wir alle Sternträger zusammen, also diese Sternlichtträger alle zusammenbringen, haben wir vielleicht nicht alleine die Kraft, sie aufzuhalten. Und wenn der Norden vollständig erobert wird, reisen sie von Küste zu Küste, von Land zu Land. Das Bornland, das Welt, Torval. All das ist problemlos erreichbar durch das Eismeer. Ich hatte einfach genug. Und Ifen selbst hängt zwar keine Anhängerin der Gewalt, aber ihre Tochter Iloinen hat ein eigenes Rudel aus Wölfen und gegründet, um gegen den Einfluss des jenseitigen Jägers zu kämpfen. Auch vielleicht gegen den Wunsch ihrer Mutter. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Firun selbst nicht einfach fern sein kann. Ich wollte das nicht wahrhaben, also habe ich ihn wohl wirklich bewusst unbewusst herausgefordert. Ich wollte ihm zeigen, was er nicht sehen will oder wo er nicht hinsieht, scheinbar. Und ich weiß, Firun hat nicht viele Heilige, außer Jarlak, dem Jäger. Aber er hat eine Waffe gegen den jenseitigen Jäger, die wilde Jagd, die noch nie gerufen wurde. Das musst du jetzt wohl korrigieren. Du hast ernsthaft damit gerechnet, dass er helfen würde? Nein, ehrlich gesagt wollte er einen Teil von mir ihn vermutlich wütend machen. Das scheint ja funktioniert zu haben, irgendwie. So wie man jemanden eine Ohrfeige verpasst, um ihn auf etwas Offensichtliches aufmerksam zu machen. Aber ich weiß, wofür die Jagd steht, und ich glaube, dass Firun es selbst gesehen hat. Sonst hätte er nicht geantwortet. Wahrscheinlich, aber ich hätte nie gedacht, dass er sich so doch kümmern kann. Ist doch immer einer, der unbarmherzige Prüfungen auferlegt, und nur die Starken haben ein Recht zu leben in seinem Reich. Und jetzt hilft er? Es gibt Ifern. Er ist nicht herzlos. Und auch nicht nur kalt. Sonst könnte er nicht so ein Kind haben. Aber ich glaube, mit Ifern muss ich noch mal ein anderes Wort sprechen. Aber sie könnte sowas, so eine... Ifern zerstört nicht. Firun hat die Kraft zum Zerstören. Und was wir brauchen, vielleicht brauchen, obwohl ich hoffe, dass es nicht sein wird, sollten sie wirklich so eine große Streitmacht aufstellen können oder es bereits haben, dann brauchen wir die Kraft, ausnahmsweise einmal ihnen nicht nur eine Lektion zu erteilen, sondern sie davon zu jagen und so schmerzhaft zu beißen, dass sie nie wieder zurückkehren. Und vielleicht, auch nur vielleicht, zeigt das ihrem Gott, dass die Zwölfe nicht schlafen. Und wir sind doch nicht egal.
Nein, manchmal muss man wohl nur laut genug brüllen, damit einem jemand zuhört. Lothir, der den Göttern eine Ohrfeige passt. Lothir hilft gut, merke ich mir. Lothir hebt so die Hände mit den Erfrierungen hoch. Ja, damit haust du jetzt so schnell erstmal nicht mehr. Es lädt sich dann wieder zurück, so langsam. Aber wir leben alle noch. Wir haben göttlichen Beistand bekommen, der hinter uns steht. Wir leben alle noch. Das war nächstes Mal. Nein, wenn du das mit uns planst, dann hält die Kayo dich ab und so. Und ich auch wahrscheinlich und Goswin sowieso. Und vielleicht war es gar nicht so blöd. Es hat ja tatsächlich sogar funktioniert. Weißt du was? Wir haben das überlebt und dein Gott hat uns geholfen. Auch wenn der Weg vor uns total bescheuert, unmöglich, riesengroß erscheint. Wir sollten das auf uns nehmen. Wir sollten aber nicht, wie Goswin das vorhatte, in blinder Wut drauf losstürmen. Ja, sie haben uns empfindlich geschlagen, sie haben uns getroffen, sie haben Menschen getötet, an denen uns was liegt. Ich hätte wirklich große Lust, sie mit meiner Axt in ganz viele kleine Stücke zu hauen. Da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken zu machen. Aber all das funktioniert nicht. Ich bin damit aufgewachsen, dass man klug sein muss, wenn man Gegner besiegen will, die stärker sind als man selbst. Dass man eine Strategie braucht und Leute, auf die man sich verlassen kann. Mit denen man gemeinsam auf die Jagd nach dem Gegner geht. Wir können das tun. Wir alle. Wir zusammen mit denen, die die Lichtträger sind. Das muss irgendeine Macht haben. Nicht umsonst werden überall Städten angegriffen, wo auch Leute mit Licht dann da sind. Warum tauchen die jetzt auf? Goswin hat das auch gesagt. Wir können das irgendwie hinkriegen. Und wenn wir dabei draufgehen, dann haben wir es zumindest versucht. Sterben, wenn wir hier sitzen bleiben, tun wir auch. Aber wir müssen es versuchen und wir müssen es klug versuchen. Und ich habe es einfach satt, dass sie immer noch eine noch größere Waffe finden. Du hast heute ein Gottbild ins Spiel gebracht. Glaubst du, da gibt es noch was Größeres? Er schaut mal zu Goswin. Murmelt dann so leise, die könnten das auch. Deren Gott ist, soweit ich das beurteilen kann, zwischen die Sterne gekettet. Sollte sich das ändern, haben wir hier eine ganz andere Kacke am Dampf. Oh ja. Ich wüsste einfach gern, ob es noch mehr Geweihte von Ifrin oder Firon gibt, die im Norden laufen. Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich der Einzige, der für den Norden spricht. Vielleicht hat die Kayo da gar nicht so Unrecht mit ihrem Vorwurf. Ob das jetzt Hybris ist oder nicht, du bist da, wo du sein sollst. Nimm es an. Das heißt auf jeden Fall, wir haben etwas in der Hinterhand, mit dem sie nicht rechnen kann. Aber sollte es dazu kommen und sollte ich die Kraft haben, überhaupt die wilde Jagd zu entfesseln und sie mich nicht zerreißt, während ich sie entfessel,
was passieren kann. Ich beende diesen Gedanken sofort. Das machst du nicht. Bäh. Nein. Aus. Was soll der Quatsch? Hast du nicht... Ich hab dir doch erzählt, was die Worte waren, als es geschah, oder? Einmal. Einmal. Selbst wenn du wolltest. Vergiss es. Ich habe keine Kraft für Demagogie heute. Ikayu ist währenddessen wütend aus dem Zelt herausgestürmt und hat sie draußen irgendwelche Krüge zertreten und von einer Ecke in die andere treten. Das habe ich wohl verdient. Und vielleicht gehen Ilva und Goswin Ikayu hinterher. Lassen Lothia erstmal nochmal ein bisschen auf seiner Lagerstätte alleine. Und als Lothia da alleine in dicke Decken eingewickelt, halb aufrecht in seinem Bett sitzt und sich im Zelt umblickt, die Devotionalien sieht, die Goswin niedergelegt hat rund um sein Bett herum. Spürt Lothia eine eiseskalte Hand auf seiner Schulter. Und hörst ein Flüstern ins Ohr. Blick dich nicht um. Du hast mich gerufen und jetzt bin ich da. Und dieses letzte Wort verhallt, während sich die Hand von der Schulter löst. Und in diesem Szene beenden wir den Stream für heute. Das habe ich ja toll hingekriegt. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und natürlich auch bei euch fürs Mitspielen. Die Feder hat leider Internetausfall. Wird auch nicht wiederkommen können. Und deswegen beenden wir an dieser Stelle auch deswegen den Stream. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt, aber ich denke, die Szene ist ganz gut zum Aufhören. Und ja, wann es weitergeht mit den Klingen der Nacht, das erfahrt ihr im Nordpol. Oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Oder wenn ihr mir auf Twitter folgt, da werde ich auch immer veröffentlichen, wenn ein Spieltermin ansteht. Ja, sehr intensiv am Anfang zog es sich ein bisschen, aber dann am Ende war es dann doch wieder die gefühlte Intensität, die es immer gibt in dieser Runde irgendwie. Sehr, sehr schön. Ich guck mal kurz, wer heute noch so am Zuschauern noch so zu später Stunde noch da ist. Feramin ist noch da. Apricot Dropfruit, Azrael Commander Root, Korwald der Dunkle, Drex, Mr. Magister, die Polizei hat wieder auch mitgeguckt, der Schattenjäger 82, Sentriel, Virgoprotz und Zubu 55. Danke fürs Zugucken und wenn ihr das später schaut auf YouTube oder so, hinterlasst uns doch einen Comment oder einen Kommentar. Natürlich könnt ihr das auch machen, wenn ihr es live geguckt habt. Dann guckt es einfach nochmal und kommentiert dann. Ja, wir freuen uns über jeden Kommentar, der kommt. Und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt DSA 5, Klingen der Nacht. Ich wünsche euch eine entspannte Nacht. Und spielt nicht mit den Göttern.
Tschüss. Es sei denn, ihr könnt es. Tschüss.